Der nächste Auftrag eines Scharfschützen könnte sein letzter sein. Ist kein gutes Gefühl mit dem Fadenkreuz am Hintern. Wenn du versagst, stirbt jemand. Ein Fehler und der Jäger wird zur Beute. Er hat ein Gewehr. Wir sahen das Gewehr und der einzige Gedanke war, schießen. Aufständische, Hinterhalte und Selbstmordkommandos hinter den feindlichen Linien. Ich habe kein Problem damit, nachts gut zu schlafen. Wenn du einen von uns töten willst, hast du dich mit den Falschen angelegt. Egal ob zahlenmäßig oder waffentechnisch unterlegen, für einen Fehler bleibt kein Platz, denn der kann den Tod bedeuten. Wenn sich Scharfschützen gegenüberstehen, ist das immer ein tödliches Ringen. Da ist jemand, der hat genauso wie du gelernt, wie man schießt, sich bewegt und kommuniziert. Eine tödlichere Bedrohung gibt es nicht. Wenn dir ein anderer Scharfschütze auf den Fersen ist, stehen dir die Nackenhaare zu Berge. Irak 2004. Ein Scharfschützenteam der US Marines ist in ein heftiges Feuergefecht verwickelt. Auf Scharfschützen hatten sie es besonders abgesehen, denn sie empfanden uns als extreme Bedrohung. Und wenn du versagst, stirbt jemand. Der Scharfschütze? Sergeant Byron Hancock, US Marine Corps. Das Einsatzgebiet? HIT, Irak. Die Mission? Feindliche Scharfschützen ausschalten. Wir wussten, sie halten sich in der Stadt auf und sie feuerten aus allen Rohren. Panzerfäuste, Maschinengewehre, Mörser, das volle Programm. Die Marines kämpfen gegen ca. 300 Rebellen. 800 Meter außerhalb der Stadt beziehen die Scharfschützen Stellung. Gerade noch nah genug für ihre M40 A3 Gewehre. Wir nahmen unsere Einstellungen vor. Der erste Gegner war 960 Yard entfernt und wurde ausgeschaltet. Er traf ihn in der Magengegend. Der Mann ging zu Boden und kroch um die Ecke. Auf diese Entfernung erkennt man genau, ob man getroffen hat oder nicht. Damit hatte der Gegner nicht gerechnet. Hancock und seine Kameraden drängen die Aufständischen zurück in die Stadt. Mit einer Ausnahme. Wir lagen hinter Eisenbahnschienen, als sich die Lage etwas beruhigte. Doch plötzlich kam aus dem Nichts ein Schuss. Das Projektil schlug direkt vor uns ein. Ich wusste sofort, das ist ein Scharfschütze. Aber wir waren offenbar außerhalb seiner Reichweite, da er seine Schüsse viel zu niedrig setzte. Nach 2 Stunden der nächste unvermutete Schuss. Und wir merkten, er kommt uns allmählich näher. Wieder 2 Stunden später dasselbe. Diesmal strich die Kugel über uns hinweg. Ganz klar ein Profi, denn wir konnten ihn nirgends entdecken. Zudem kamen die beiden Schüsse aus unterschiedlichen Richtungen. Er wusste sich also zu bewegen. Dann gab er 3 Schüsse hintereinander ab und dann war wieder Ruhe. Eindeutig ein Heckenschütze. Hancocks Instinkt verlangt danach, den Schützen zu verfolgen. Doch sein Auftrag lautet anders. Wir mussten nach Fallujah. Zu wissen, dass er da draußen war und wir ihn nicht kriegen konnten, war sehr frustrierend. Operation Phantom Fury, Fallujah 2004. Aus einer Entfernung von 1050 Yard gelingt es Hancock, ein 2-Mann-Mörser-Team auszuschalten. Zu diesem Zeitpunkt ein Entfernungsrekord im Irak mit einem Gewehr Kaliber 7,62. Doch auch Hancock selbst wird gejagt. Denn einige Monate später kehrt er nach HIT zurück. Als wir den Ort zum zweiten Mal betraten, wurde uns über Funk mitgeteilt, dass die Rebellen bereits von unserer Ankunft wussten. Das macht einem die Sache natürlich nicht einfacher. Ich war sehr gespannt, was da auf uns zukommen würde. Der Geheimdienst hat Informationen über einen in Syrien ausgebildeten Scharfschützen, der sich nun in der Stadt aufhalten soll. Hancock ist sofort klar, wie dessen Auftrag lautet.
Die Rede war von $250.000 Kopfgeld auf Marine-Scharfschützen. Einen von uns zu töten, bedeutete also viel Geld für die Jungs. Das ist kein gutes Gefühl, ihr Fadenkreuz in deinem Hintern zu spüren. Ein paar unserer Männer wurden außerhalb der Stadt schon getötet. Der vermeintliche Heckenschütze schoss wahllos auf Menschen auf der Straße und hatte so die Stadt faktisch unter seiner Kontrolle. Es war lange still in der Stadt, bis irgendwann wieder ein Schuss fiel. Man hörte, wie jemand getroffen wurde. Ich erhielt den Auftrag, ihn unschädlich zu machen. Hancock rückt in die Innenstadt vor mit dem festen Willen, seinen Kontrahenten auszuschalten. Ein Sprichwort sagt, kein Köder ist so gut wie ein Lebendiger. Diesen Part habe ich dann eingenommen. Mir war von Anfang an klar, dass er es unter anderem auf Marines abgesehen hatte. Also begab ich mich zu unseren Jungs. Denn genau das will man, dass der gegnerische Heckenschütze auf dich schießt. Denn bevor er das nicht tut, weißt du nicht, wo er ist. Man wartet auf einen Fehler. Ich positionierte mich auf dem Dach eines Gebäudes. Vermutlich kannte er sein Terrain, also musste ich mögliche Verstecke ausfindig machen. Beobachter Corporal Delano ist Hancocks zweites Paar Augen und Ohren. Delano und ich hielten schichtweise Wache, rund um die Uhr. Ich fragte mich, was würde ich tun, wenn ich an seiner Stelle wäre? Wo würde ich mich verstecken? Und dementsprechend gestaltet man seine Suche. Hancock macht einen denkbaren Unterschlupf seines Gegenübers aus. Einen Schutthaufen auf einer Anhöhe. Ich sagte zu Delano, behalt deinen Kopf unten, sonst fängst du dir eine Kugel. Kaum saß ich wieder, traf eine Kugel die Mauer. Delano fragte, was war das? Und ich antwortete, er schießt auf dich. Aber genau dieser Schuss war sein Fehler. Als das Geschoss in der Mauer einschlägt, beginnt Hancock mit den Zählen. Ein Schuss hinterlässt mehrere Geräusche. Zuerst ein Knacken, das Geräusch der Kugel, die mit Überschallgeschwindigkeit die Mündung verlässt. Es folgt der eigentliche Gewehrknall, der als Grollen wahrgenommen wird. Die Zeit zwischen beiden Geräuschen verrät die Entfernung zwischen Schütze und Ziel. Als er auf Delano schoss, waren die Einschläge in der Mauer deutlich zu hören. Und dann zählte ich, 1001, 1002. Bei 1002 vernahm ich das Gewehrgrollen und schätzte die Entfernung auf 600 Yard. Jede Sekunde bedeutet rund 300 Yard, also 270 Meter. Die Schüsse auf Delano waren sein erster Fehler. Hancock fordert Luftunterstützung an. Doch seine Bitte wird wegen der großen Gefahr ziviler Opfer abgelehnt. In diesem Moment sah ich für eine Sekunde, wie er seine Position verließ. Leider konnte ich nicht schießen, er war zu schnell. Aber seine Waffe, die habe ich gesehen. Durch Hancocks Berechnungen können er und Delano nun das Gebiet, in dem sich der Heckenschütze aufhalten muss, eingrenzen und beobachten. Sämtliche Entfernungen zu markanten Punkten notieren sie im Databook, neben dem Gewehr die wichtigste Waffe eines Scharfschützen. Das Databook ist seine Bibel. Wie ein Tagebuch, das man zusammen mit seinem Kind führt. Man notiert, was man isst, wo man war, die Temperatur, Schusswinkel, welche Munition man verwendet hat, alles. Schon fast paranoid. Hancock berechnet die Entfernung zu dem Schutthaufen, dem vermeintlichen Versteck des Heckenschützen. Er stellt sein Zielfernrohr auf 625 Yard oder 570 Meter ein. Das Warten beginnt. Der Gegner schoss früh morgens und spät abends. Es war ein klares Verhaltensmuster. Zudem blieb er immer am selben Ort, anstatt sich zu bewegen. Das war sein Verhängnis. Sonnenaufgang, Tag 2. Vom Dach aus hat Hancock weiterhin den Schutthaufen im Visier. Ich suchte nach ihm und hoffte, er würde den Fehler machen, sein Versteck zu verlassen. Ich wusste, er war dort. Man achtet auf jedes noch so kleine Anzeichen, denn irgendwann muss er rauskommen. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Plötzlich sieht Hancock ein kurzes Flackern, eine Reflexion des Zielfernrohrs seines Gegners. Ich dachte nur, hab ich dich. Ich packte das Fernglas weg und legte mein Gewehr an. Jetzt hieß es runterkommen. Du konzentrierst dich auf deinen Atem
hältst den Abzug unter Kontrolle, richtest dich aus und erfasst dein Zielbild. Du fokussierst das Fadenkreuz, nicht ihn, dein eigentliches Ziel. Doch kaum war ich soweit, feuerte er schon. Es ging blitzschnell. Er schoss, ich schoss. Er hatte sich nicht von seiner Position berührt. Und ich hatte ihn erwischt. Zwei Schüsse, nahezu zeitgleich abgegeben, und der Gegner ist getroffen. Hancocks tödlicher Treffer aus 570 Metern Entfernung machte das Leben der Marines und der Zivilisten in der Stadt wieder um einiges sicherer. Sich zu zeigen war sein letzter Fehler. Willst du einen Scharfschützen erwischen, nimm einen Scharfschützen. Die Fähigkeit der Scharfschützen der Marines, dem Tod zu entkommen, ist nahezu legendär. Eine solche Legende ist Carlos Hathcock, der 39 Jahre zuvor zwei Situationen überlebt, die eigentlich aussichtslos sind. Eine derartige Mission überlebst du normalerweise nicht. Aber ich wollte nicht, dass meine Leute sterben. Einen Auftrag ganz anderer Art hatte die Polizei von Alaska bei der Jagd nach einem Flüchtigen zu erfüllen. Es ist dieser eine Moment, wenn die Welt nur noch aus dir und diesem Irren besteht. Du willst ihn stoppen, ihn aufhalten, damit er niemandem mehr gefährlich werden kann. Die Fähigkeit eines Scharfschützen zu töten macht ihn bei seinen Gegnern gehasst und gefürchtet. In vielen Ländern gelten wir nur als Mörder. Dafür werfen sie dich aus dem Hotelfenster, verbrennen dich bei lebendigem Leib oder hängen dich. Wenn der Vietcong einen von uns gefangen nahm, wurde er zu Tode gequält. Bevor ich mich hätte gefangen nehmen lassen, hätte ich mich eher mit einer Granate in die Luft gejagt. Lebend sollten sie mich nicht kriegen. In Südvietnam gab es einen Scharfschützen der Marines, der dort das pure Chaos anrichtete. Ich wusste, wie sie dachten, womit sie ausgerüstet waren. 72 Treffer in einem Monat. Mehr als ein ganzes Bataillon damals. Der Scharfschütze, Gunnery Sergeant Carlos Hathcock II. Das Einsatzgebiet, Hügel 55. Die Mission, Heckenschützen des Vietcong ausschalten. Hathcock hat bereits über 80 bestätigte und hunderte unbestätigte Treffer auf seinem Konto. Der Feind nennt ihn Long Trang, wegen der weißen Feder an seiner Kopfbedeckung. Das war mein Markenzeichen. Damit zeigte ich ihnen eine lange Nase. Scharfschützen machen sowas normalerweise nicht. Aber ich war nicht normal, sondern immer recht streitlustig und eigensinnig. Auf Hathcock und seinen kommandierenden Offizier E.J. Land setzt der Vietcong ein Kopfgeld aus. Kopfgelder waren damals ungewöhnlich. Carlos und ich waren vermutlich die Ersten, auf die ein solches ausgesetzt war. Wir hatten ihnen ja auch ganz schön zugesetzt. Wir sollten nicht überleben. Die Nordvietnamesen setzen einen weiblichen Heckenschützen ein, bekannt als Apache. Sie soll Hathcock und Land ausschalten. Jeden, den sie erwischte, quälte sie zu Tode. Und sie hatte einige erwischt. Carlos und ich haben sehen müssen, was sie mit einem der Marines anstellte. Dem Jungen hat sie die Haut abgezogen. An dem Morgen, als sie ihn frei ließ, geriet er in eine Sprengfalle und starb darin. Diese Frau war böse. Sie hatte einen eigenen Zug Heckenschützen hinter sich. Die waren da draußen, um mich und meine Jungs umzubringen. Ich nahm die Sache also sehr persönlich. Hathcock und Land können einige von Apaches Kameraden ausschalten. Doch Apache selbst ist ihnen bereits auf den Fersen. Ich hatte bei ihr gewildert. Jetzt kam sie zu mir. Das mochte ich nicht. Wir wollten sie unbedingt aus dem Verkehr ziehen. Aber Wut ist ein schlechter Ratgeber. Emotionen sind für Scharfschützen fatal. D.
Die beiden Marines betreten erneut Apaches Territorium. Jeder Schritt kann dabei ihr letzter sein. Das Terrain in Vietnam war weitaus schwieriger, als es die Einsatzgebiete heutzutage sind. Zwar konnte man sich leichter verstecken, aber der Feind konnte es auch. Das gesamte Areal war voller Sprengfallen. Man kämpft also in einem Gebiet, in dem sich der Feind bestens auskennt und dazu noch über viel mehr Feuerkraft verfügt. In einigen hundert Metern Entfernung entdecken die beiden Marines einen von Apaches Scouts. Jetzt ruhig zu bleiben, fällt ihnen schwer. Ich zog das Gewehr an mich heran. Da zog Carlos es zurück und sagte, ich hab ihn, Sir. Danach sind wir wild über den Hügel gerollt und wollten das Gewehr in Anschlag bringen. Der Vietnamese ist natürlich verschwunden und hat vermutlich Meldung gemacht. Apache kennt nun Heath Cox und Lands Position. Das wissen auch die beiden Marines und suchen sich ein neues Versteck. Wir achteten auf den Wind und das Licht. All die Faktoren, die einen Schuss beeinflussen. Heath Cox und Land bestimmen die tödliche Zone. Wir checkten unsere Position und pickten uns mehrere Punkte heraus, von denen aus wir hätten schießen können. Carlos hat seine Position während der nächsten 6-7 Stunden bestimmt ein halbes Dutzend Mal kontrolliert. Wenn es losgeht, muss man bereit sein. Gegen 4 oder 5 Uhr hatten uns die Insekten fast aufgefressen. Wir machten uns zum Abzug bereit. Da kam auf einmal Apache mit ihrem Trupp zu unserem Hügel. Die feindliche Scharfschützeneinheit ist plötzlich ganze 700 Yard von Heath Cox entfernt und liegt damit in Reichweite seines Winchester Modell 70. Doch es ist ihm nicht möglich, Apache zu identifizieren. Bevor er sie nicht klar ausgemacht hat, will er nicht schießen. Verfehlt er sie, würde sie wieder im Dschungel untertauchen. Wir sahen die Gruppe kommen. Eine Person hockte sich plötzlich hin zum Pinkeln. Damit war klar, dass sie es war. Land fordert einen Artillerieangriff auf Apaches Position an. Einige von ihnen hat es erwischt, die anderen flohen. Sie rannten genau in unsere Richtung. Ein Fehler. Apache war nur noch gut 500 Meter entfernt. Jemand lief hinter ihr her und rief, sie solle anhalten. Sie rannte genau auf die Stelle zu, an der sie uns zuvor gesehen hatte. Alle versuchten, sie aufzuhalten, aber sie wollte nicht. Also schoss ich. Das erste und einzige Mal, dass ich so etwas wie Genugtuung empfand, jemanden zu töten, war, als Carlos und ich Apache ausschalteten. Heath Cox setzte Apaches Treiben ein jähes Ende. Doch seine gefährlichste Mission stand ihm noch bevor. Das Einsatzgebiet? Hinter den feindlichen Linien. Die Mission? Einen nordvietnamesischen General in seinem Hauptquartier ausschalten. Es sind nur noch wenige Tage, bis Heath Cox Dienstzeit in Vietnam endet. Trotzdem meldet er sich freiwillig für einen Solo-Auftrag. Eine derartige Mission überlebst du normalerweise nicht. Aber ich wollte nicht, dass meine Leute sterben. Also habe ich es gemacht, weil ich hoffte, besser zu sein als die anderen. Ohne Rückendeckung ist sowas ein einziges Selbstmordkommando. Heath Cox wird hinter den feindlichen Linien abgesetzt. Zwischen ihm und dem Hauptquartier des nordvietnamesischen Generals liegen knapp 2 Kilometer. Mit Hilfe von Karten und Luftaufklärungsbildern entwirft Heath Cox den Plan, 1300 Yard durch offenes Gelände zu robben, um dann seine Schussposition gut 600 Meter vom Ziel entfernt einzunehmen. Seine Fluchtroute steht ebenfalls fest. Eine schmale Senke, die ihn zurück zur Baumlinie führt. Der langwierige und tödliche Auftrag des Scharfschützen beginnt. Wenn man sich flach durch offenes Gelände bewegt, gibt es Faktoren, die einem dabei helfen können. Da sind zum einen tote Winkel, die es auszunutzen gilt. Man findet relativ leicht Stellen, die vom Gegner nicht einsehbar sind. Zweitens, in Bewegung bleiben.
Bewegung bedeutet in unserem Fall, dass man mit dem Gesicht zum Boden langsam nach vorn kriecht. Das ist die anstrengendste Art, vorwärts zu kommen. Man wird schnell müde. Du siehst nicht, was um dich herum passiert. Jederzeit kann dich eine feindliche Patrouille aufspüren. 10 Meter von der Baumlinie entfernt passiert es. Eine Patrouille zieht nur wenige Schritte von Heathcock entfernt vorbei. Viele denken, dass man sich im Gras gut bewegen kann. Aber wenn man dich hört, bist du erledigt. Wenn die Soldaten Heathcock entdecken, ist das sein sicherer Tod. Je näher er seinem Ziel kommt, desto näher kommen auch die Patrouillen. Sie waren nur noch eine Armlänge von mir entfernt. Aber ich hatte einen Auftrag auszuführen. In solchen Momenten muss man absolut konzentriert bleiben. Nur auf das fokussiert, was wichtig ist. Sie hatten keine Ahnung, dass ich da war. Die Männer gehen vorbei. Der Scharfschütze bleibt unentdeckt. Doch die Gefahr ist längst nicht vorüber. Links und rechts von mir waren jeweils 2 Maschinengewehrposten stationiert. Ich bin weitergerobbt, trotz der vielen Patrouillen, die vorbeikamen. Nach 3 Tagen ohne Essen und Schlaf ist Heathcock nur noch 200 Yard von seiner geplanten Schussposition entfernt. In wenigen Stunden wird sich sein Weg mit dem des nordvietnamesischen Generals kreuzen. Ich hockte in ihrem Vorgarten. Einen Ein-Mann-Angriff erwarteten sie nicht. Tag 4. Heathcock erreicht unentdeckt seine Schussposition. Ab hier beginnt die kritische Phase der Operation. Als erstes muss er sein Ziel eindeutig identifizieren. Die Anführer sind leicht auszumachen. Das sind diejenigen, zu denen alle hingehen, vor denen salutiert wird und die offensichtlich die Kommandos geben. Anführer stehen darauf, Befehle zu geben. Sie sagen, du gehst dahin und euch beide will ich da drüben haben. Aber an genau diesen Bewegungen erkennst du sie. Er hat sich selbst zum Ziel gemacht. Als nächstes muss Heathcock die Umwelteinflüsse einkalkulieren, die die Flugbahn der Kugel beeinflussen. Sämtliche Bedingungen flossen in meine Berechnungen mit ein. Das Ziel, der Wind, die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und so weiter. Das alles ratterte durch meinen Kopf. Man denkt ständig daran, dass alles sehr schnell gehen muss. Und in meinem Fall aus 700 Yard Entfernung. Keine leichte Sache. Ein Kopfschuss erscheint Heathcock zu riskant. Er zielt auf etwas anderes. Wenn alles glatt läuft, triffst du ihn genau in der Mitte. Dort sitzt das Herz, nicht links, wie alle sagen. Die aufkommende Hitze erzeugt ein Luftflimmern, das in Heathcocks Berechnungen ebenfalls eine Rolle spielt. Dem Wind von links Rechnung tragend, visiert Heathcock eine Stelle einige Zentimeter links des Herzens an. Verfehlt er diese, ist die Mission gescheitert. Taktisches Atmen sorgt für einen verminderten Herzschlag. Für einen gezielten Schuss äußerst wichtig. Das klingt nach Jedi-Zauberei, aber es ist viel simpler. Man zieht einfach zwischen 2 Schlägen am Abzug. Heathcock schießt. Mit doppelter Schallgeschwindigkeit verlässt die Kugel das Gewehr und trifft den General, noch ehe dieser den Schuss hören kann. Die Kugel hatte genau getroffen. Und ich musste schleunigst das Weite suchen. Alle rannten zu den Bäumen, weil sie mich dort vermuteten. Da dachte ich bei mir, was seid ihr dämlich? Heathcock gelingt die Flucht in den Dschungel. Es lief richtig gut. Ganze 4 Tage gelang es Heathcock, für den Feind unsichtbar zu bleiben und seinen tödlichen Schuss abzufeuern. Der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg betrug nur wenige Zentimeter. Großkaliber-Trainingseinrichtung Memphis im US-Bundesstaat Tennessee. Der ehemalige Marine Steve Reichert und Ballistikexperte Fernando Coelho analysieren Heathcocks tödlichen Schuss.
Wir haben hier einen Block 10%ige ballistische Gelatine. In dem Block befinden sich die Attrappe eines Brustkorbs und ein Schweineherz. Damit replizieren wir den menschlichen Körper. Davor setzen wir noch ein Stück Stoff, die Kleidung des Opfers. Das Ganze stellt den Körper des Mannes dar, den Heathcock getötet hat. Das Ziel ist 200 Yard entfernt. Reichert verwendet Munition mit deutlich geringerer Wirkung, um die Bedingungen, die Heathcock während seines 700-Yard-Schusses hatte, zu simulieren. Reichards Schuss verfehlt das Herz um Millimeter. Er setzt zu einem zweiten Versuch an. Diesmal trifft er. Reichert und Coelho begutachten den verursachten Schaden. Der Gelatineblock hat zwei Projektile abgekriegt. Der erste simuliert einen Schuss durch den Brustkorb, bei dem der Schütze jedoch den Wind oder die Entfernung nicht korrekt berechnet und somit das Herz verfehlt hat. Der zweite Schuss ist der von Carlos Heathcock. Er hatte nur einen Versuch. Er hat sich die nötige Zeit genommen und ihn akkurat gesetzt. Das Ziel wurde getroffen. Einen Zentimeter daneben und der General wäre entkommen. Aber das hat Carlos nicht zugelassen. Viele von Heathcocks Zielen lagen 600 und mehr Meter entfernt. In urbaner Umgebung hingegen sind die Zielobjekte oftmals deutlich näher als in offenem Gelände. Auf kurze Entfernungen ist die Wirkung der 7,62 mm Geschosse schlicht und ergreifend verheerend. Dieser Schuss war ganz offensichtlich tödlich. Die Person ist mit Sicherheit sofort zu Boden gesunken. Kopfschüsse sind eigentlich ideal. Aber wenn man das Herz seines Gegners derart beschädigt, hat man sein Ziel auch erreicht. Wenn noch jemand hinter ihm gestanden hätte, wäre dieser ebenfalls tödlich verwundet worden. Alaska 1984. State Trooper wurden in eines der tödlichsten Gefechte in der Geschichte des Bundesstaates verwickelt. In wenigen Sekunden wurden 25 Schüsse abgegeben. Zwei Männer starben, einer wurde verwundet. Ich habe den Feind nicht gehasst. Ich hatte sogar Respekt vor ihm. Aber es war eben der Feind und ich musste meinen Job erledigen. Er hätte es mit mir genauso getan. Einen von ihnen zu erschießen, bedeutet gleichzeitig, einem von uns das Leben zu retten. Wenn jemand dich oder die Leute, die dir nahestehen, ins Visier nimmt, dann bist du froh, wenn du denjenigen, der dich töten will, ausschalten kannst. Mai 1984. Ein Landstreicher und vermeintlicher Killer ist in der Wildnis Alaskas unterwegs. Sein Name Michael Allen Sirka. Die Staatspolizei macht Jagd auf den Mann. Der Befehl war ebenso klar wie einfach. Wenn er etwas anderes tut, als sich zu ergeben und die Hände zu heben, erschießt ihn. Der Präzisionsschütze Jeff Hall, ein Alaska State Trooper. Das Einsatzgebiet Manly Hot Springs. Die Mission? Einen vermeintlichen Mörder stellen. Manly Hot Springs ist ein winziger Ort im Herzen Alaskas. Sirka hält sich in den umliegenden Wäldern versteckt. Er ist bewaffnet und gilt als extrem gefährlich. In Alaska nennen wir Landstreicher End of the Roaders. Und der Mann in unserem Fall war so einer. Michael Allen Sirka kannte sich da draußen bestens aus. Er war durchtrainiert und ein exzellenter Schütze. Aus 100 Metern konnte er eine Dose hüpfen lassen. In den vergangenen 24 Stunden soll Sirka 6 Menschen umgebracht haben. Darunter eine dreiköpfige Familie. Als Sirka die ersten beiden Leichen in den Fluss warf, kamen ein Mann, seine im 6. Monat schwangere Frau und ihr 2-jähriger Sohn vorbei. Sirka erschoss alle.
Am Ufer des Siziana River wird Zilka zuletzt gesehen. Die Alaska State Trooper werden informiert. Jeff Fall und sein Partner Troy Duncan eröffnen die Jagd auf Zilka. Wir beide wussten, wie gefährlich die Sache werden konnte. Troy sagte, zum Glück habe ich meine Lebensversicherung bezahlt. Ein zweiter Helikopter begleitet Hall und Duncan. In ihm sitzt ein Präzisionsschütze, der nahe Zilkas letztem bekannten Aufenthaltsort zum Einsatz kommen soll. Der Plan sah vor, Zilkas Position zu überfliegen und Dave Hamilton aussteigen zu lassen. Die beiden Helikopter sollten anschließend Zilka aus der Luft flankieren und Dave sollte ihn am Boden übernehmen, sodass Zilka nach drei Seiten hätte feuern müssen, wollte er uns ausschalten. Bis der erste Schuss fiel, war dieser Plan auch ganz gut. Troy und ich saßen im Helikopter. Die Türen hatten wir rausgenommen. Troy trug ein M16A1 mit einem Colt-Vierfach-Zielfernrohr. Ich hatte ebenfalls ein M16A1, allerdings mit handelsüblicher Visierung. Das M16A1 zählt zu den Sturmgewehren, die sowohl im halbautomatischen als auch im Automatikmodus schießen können. Ein aufgeschraubtes Vierfach-Zielfernrohr erhöht die Trefferquote bei entsprechender Übung erheblich. Unsere Gewehre waren jeweils mit 20 Schuss Munition geladen. Troy tippte mir auf die Schulter und gab mir sein Okay. Jeder, der behauptet, bei sowas keine Angst zu haben, ist entweder dumm oder er lügt. Wenn der Augenblick gekommen ist, in dem du von einem Helikopter aus schießen sollst, hat man auch als Officer eine gehörige Angst. Unterwegs macht Hubschrauber Nummer 2 einen Abstecher, um den Flüchtigen möglicherweise ausfindig zu machen. Damit war der gesamte Plan zunichte gemacht. Wir mussten landen und zusehen, dass wir Zilka allein stellten. Aus der Luft konnten wir Zilka zu unserer Linken ausmachen. Wir hatten noch immer vor, ihn ganz normal festzunehmen, was man als Polizist ebenso tut. Das Gebiet war dicht bewaldet, sodass es nahezu unmöglich war, einen geeigneten Landeplatz zu finden. Die einzige Möglichkeit schien eine Lichtung zu sein, die sich allerdings direkt vor Zilkas Nase befand. Beim Landeanflug verloren wir Zilka aus den Augen. Daraufhin rief ich Tom zu, er solle wieder hochgehen. Tom selbst war erfahrener Soldat und zog die Kiste ohne zu fragen sofort nach oben. Als wir gerade wieder vorwärts fliegen wollten, sahen wir Zilka, wie er sein Versteck verließ. Ich habe es auch heute noch ganz deutlich vor Augen. Zilka und sein 3006er Gewehr mit vierfachem Weaver-Zielfernrohr. Er drehte sich in Richtung Helikopter und schoss. Die Kugel zischte über Troys Kopf und durchbrach die Kabinendecke. Da wir schon wieder im Vorwärtsflug waren, musste ich also von einer beweglichen Plattform aus auf ein stationäres Ziel feuern. Troy schoss und ich schoss. Wir verfehlten beide. Ich sah, wie die Kugeln rechts von ihm einschlugen. Die Fehlschüsse machen eine Nachjustierung notwendig. Und zwar links vom Ziel, infolge der Flugbewegung des Helikopters. Durch diese fliegt die Kugel nicht geradeaus, sondern beschreibt eine Kurve. Ein gutes Beispiel dafür ist eine Fahrt über eine Landstraße mit 100 Stundenkilometern. Und ein paar Jugendliche wollen mit einer Flasche auf ein Schild werfen. Wenn hier das Schild steht und ich von hier komme, muss ich die Flasche vorher loslassen, um es zu treffen, denn auch sie beschreibt eine Kurve. Bewegt sich das Ziel, muss man einen Punkt vor ihm anvisieren. Bewegt sich der Schütze, ist es genau andersherum. Zilka und Hall bereiten sich auf ihre jeweils zweiten Schüsse vor. Es ist dieser eine Moment, wenn die Welt nur noch aus dir und diesem Irren besteht. Du willst ihn stoppen, ihn aufhalten, damit er niemandem mehr gefährlich werden kann. Du hast keine Zeit, an etwas anderes zu denken. Zilka und Hall schießen nahezu gleichzeitig.
Silke gab seinen zweiten Schuss ab, während ich meine zweite Salve abfeuerte. Die Kugeln müssen sich unterwegs begegnet sein. Ich traf Silke 8-mal. Eine Kugel traf seinen Oberschenkel, ein paar andere Hüfte und Becken. Drei Schüsse gingen durch den Oberkörper, einer durch den Hals und einer durch seinen Kopf. Ich sah, wie Silke zu Boden sank und ihm das Gewehr aus der Hand fiel. Ich war so dermaßen auf die Person vor mir fokussiert, dass ich davon ausgegangen bin, dass auch Troy neben mir seinen Job getan hat. Als ich mich umdrehte, lag er da, tot. Ich spürte, wie die Wut in mir aufkam. Dieses Arschloch da unten hat es tatsächlich gewagt, meinen Partner zu töten. Ich wollte nochmal zurück und ihm den Kopf abschneiden, um mich zu vergewissern, dass er auch wirklich tot war. 25 Schüsse, zwei Mann tot und ein weiterer verwundet. Der Schusswechsel dauerte nicht einmal 3 Sekunden. Jeder, der schon mal einen Kameraden verloren hat, wird sich fragen, ob er etwas hätte anders machen können. Hätte ich Silke verfehlt, wären ich oder der Pilot jetzt wahrscheinlich auch tot. Und er hätte sich davon machen können. Oder wir hätten ihn weiterjagen müssen und vielleicht weitere Männer verloren. So kalt es klingt, mit nur einem Mann hielt sich der Verlust in Grenzen. Unser größter Fehler war wohl, unseren Gegner zu unterschätzen. Für uns war er nur irgend so ein Typ aus Chicago. Dabei spielt das überhaupt keine Rolle. Der gefährlichste Gegner ist immer der Nächste. Jeff Hall quittierte seinen Dienst bei den Alaska State Troopers. Heute bildet er in den ganzen USA Polizeischützen für den Einsatz aus der Luft aus. Um zu demonstrieren, wie sich diese Einsätze entwickelt haben, arbeitet er mit dem Waffenhersteller Dillon Aero zusammen. Dillon ist bekannt für sein Minimaschinengewehr, das pro Minute bis zu 3000 Schuss abgeben kann. Heute liegt der Fokus jedoch nicht auf Quantität, sondern auf der Qualität eines Schusses. Der frühere Scharfschütze der British Army, Sergeant Major Mark Spicer, trainiert Teams und Einzelkämpfer aus der ganzen Welt auf dem Gelände von Dillon Aero. Im Gegensatz zu einem sich bewegenden Ziel sind diesmal wir es, die sich bewegen. Demzufolge muss ein Punkt hinter dem Objekt anvisiert werden, um das Projektil ins Ziel zu bringen. Wie weit hinter dem Ziel ist abhängig von Geschwindigkeit, Höhe und Richtung des Fluggeräts. Die gleichen Faktoren gelten dabei auch für das Ziel selbst. Das ist keine Hexerei, sondern Mathematik und Training. Okay, gehen wir ein bisschen schießen. Gurte und Karabiner sollen Halls Gewehr zusätzlichen Halt geben und ihm schnelleres Zielen ermöglichen. Verteilt auf dem Trainingsgelände stehen mannsgroße Attrappen. Beim Vorbeiflug wird Hall auf jedes Ziel 3 Schüsse abfeuern, jeden aus einem anderen Winkel. Beim Anflug setzen wir den ersten Schuss aus einem Winkel von etwa 70 Grad. Beim Weiterflug vergrößert sich der Winkel auf 80 und später auf 90 Grad. Halls erster Schuss geht daneben. Auch die weiteren Schüsse treffen nicht, doch allmählich gewöhnt er sich ein. Für seine nächste Serie nimmt Hall eine Datenliste für Schüsse aus der Luft zur Hilfe und justiert sein Zielfernrohr nach. Dabei bezieht er spezifische Werte mit ein, wie das Springen der Kugel, das durch den Sog des Helikopters entsteht. Erdanziehungskraft und Rotation des Projektils spielen ebenfalls eine Rolle. Der Helikopter passiert das Ziel mit einer Geschwindigkeit von 40 Knoten oder 74 km/h. Das Ziel ist 100 Meter entfernt, die Verzögerung beträgt somit 2,81 Meter. Hall visiert das Objekt erneut an und schießt. Durch die Leuchtspurmunition lässt sich die Flugbahn exakt verfolgen. Treffer. Dieser Schuss wäre tödlich gewesen. Die Schüsse prägen sich ins sogenannte Muskelgedächtnis ein. Hall erzielt Treffer um Treffer. Bei ausreichendem Training ist ein Gewehr nichts weiter als eine künstliche Erweiterung des eigenen Körpers. Die Chinesen haben dafür ein Wort, Mushin,
Bewusstsein ohne Bewusstsein. Das erlangt man nur durch viel Übung. Man denkt an nichts mehr, außer an sein Ziel. Das Gewehr ersetzt den Verstand. Seit dem Vorfall in Manly Hot Springs haben sich Waffen und Taktik stark weiterentwickelt. Doch ein Faktor ist gleich geblieben, der Schütze. Und mit ihm seine Fähigkeit, auch in lebensbedrohenden Situationen zu agieren. 20 Jahre später gerät in Fallujah, Irak, ein junger Marine-Scharfschütze in eine solche Situation. Wenn es Todesopfer gibt, fragst du nicht mehr, ob der Kerl da eine Bedrohung darstellt. Wenn er eine Waffe hat, ist er eine. Und die muss ausgeschaltet werden. Seit Jahrhunderten sammeln Soldaten Trophäen als Zeichen ihres Sieges in einem Kampf. Das tat auch Chuck Mohini in Vietnam, allerdings auf seine ganz eigene Art. Etwa 300 Meter vor uns war dieser Bauer. Er lief umher, aber sah immer wieder zu uns herüber. Mein Partner meinte, der hat ein Gewehr. Also legte ich meine Waffe auf ihn an und schoss ein Foto. Danach machten wir mit unserer Arbeit weiter und zogen ihn aus dem Verkehr. Mohinis Foto diente ihm fortan als Erinnerung daran, wie dünn die Linie zwischen Leben und Tod ist. Viele Scharfschützen der US Marines tragen ein ganz eigenes Merkmal als Zeichen ihrer Tätigkeit, den Schweinezahn. Nach Abschluss seiner Ausbildung steigt der Scharfschütze vom kleinen Schwein, Pig, zum großen Schwein, Hawk, auf. Der Unterschied ist groß. Pig steht für Professional Instructed Gunman, also professioneller Schütze. Hawk bedeutet Hunter of Gunman, der Scharfschützenjäger. Der Scharfschütze Ethan Place. Das Einsatzgebiet Fallujah, Irak. Die Mission, feindliche Kämpfe ausschalten. Als Place seinen Abschluss macht, erhält er symbolisch seine Schweinezahnkette. Es ist ein Lederband, an dem eine Kugel hängt. Diese Kugel soll sagen, die war für dich gedacht, aber du hast es nicht zugelassen. Das hat natürlich nur Symbolkraft, aber es zeichnet dich als Scharfschützen des US Marine Corps aus. Um einen echten Schweinezahn zu bekommen, musst du einen feindlichen Scharfschützen töten und die Kugel aus seiner Kammer nehmen. Erst dann hat man sich einen Schweinezahn verdient. Operation Vigilant Resolve. Seinen Schweinezahn würde sich Ethan Place in den Straßen von Fallujah verdienen. Bei Scharfschützen denkt man immer, sie seien sicher und niemand wüsste, wo sie sind. Aber als wir die Häuser stürmten, wusste unser Gegner genau, wo wir waren. Ganz in der Nähe schlugen Mörsergranaten ein. Wir hatten einige Verluste. Wir standen unter Dauerfeuer. Man hörte, wie die Granaten aus den Rohren schossen, aber man wusste nie, wo sie einschlagen und wen sie treffen würden. Ein Monat lang auf dem Dach und dann passiert alles an einem Tag. Aber jede Minute kam dir vor wie ein ganzes Jahr. Place schaltet 19 feindliche Kämpfer aus. Vier Tage lang haben wir vom Dach aus Ziele ausgemacht und unsere Feinde von 200 Meter auf etwa 600 Meter Distanz gebracht. Um 2:30 Uhr nachmittags fuhr dann ein weißes Auto die Straße entlang und kam langsam auf uns zu. Fahrzeuge machen uns besonders wachsam, denn nicht selten sind sie randvoll mit Sprengstoff und am Steuer sitzen Selbstmordattentäter. Eine Bombenexplosion würde Dutzende Opfer unter den Marines fordern. Place musste die Bedrohung ausschalten. Wir beobachteten das Fahrzeug und es wurde schneller. Noch 800 Yard oder 730 Meter. Place muss reagieren. Sitzen in dem Auto Angreifer oder Zivilisten? Die Frage kannst du nicht beantworten. Klar ist nur, wenn er eine Waffe hat, dann ist er eine Bedrohung. Und die muss ausgeschaltet werden. Durch das Fernrohr konnte ich 3 Personen in dem Fahrzeug erkennen. Mein Partner und ich kommunizierten miteinander.
Wir schätzten die Geschwindigkeit des Autos. So stimmten wir uns ab und stellten unsere Zielfernrohre entsprechend ein. Sie waren mit AK-47-Gewehren und jeder Menge Munition unterwegs. Das waren gut ausgestattete Waffensysteme, mit denen sie da auf uns zukamen. Wir beschlossen, dass wir niemanden mit Waffen im Auto durch diese Straßen fahren lassen wollten. Mein Beobachter und ich hatten von unserer Position aus verschiedene Ziele und Entfernungen notiert, die uns wichtig erschienen. Die Angreifer kommen den Soldaten immer näher. In Kürze werden Place und sein Partner in Reichweite ihrer Panzerfäuste und Kalaschnikows sein. Wenn Place das Auto nicht stoppen kann, werden die Insassen das Feuer auf die Marines eröffnen. Wir stimmten unsere Ziele ab, die wir anvisierten. Das Auto war noch etwa 600 Yard entfernt, als ich die erste Kugel abfeuerte. Das Geschoss durchschlug die Windschutzscheibe auf Höhe des Lenkrads. Der Fahrer schien getroffen zu sein, denn das Auto verlor an Geschwindigkeit und bekam Schlagseite nach rechts. Bis zum Schluss ist das Auto immer weiter gefahren. Danach schien es zu schlingern, bis es in eine Mauer fuhr. Ich denke, Place hat ihn erwischt. Oder der Typ hinterm Steuer hat ein Nickerchen gemacht. Plötzlich öffnete sich die rechte hintere Tür. Mein Beobachter schoss sofort. Als nächstes versuchte der Beifahrer aus dem Auto zu steigen. Die Person hatte eine AK-47 und jede Menge Munition. Mehr als die meisten Marines mit sich tragen würden. Er hob sein Gewehr und zielte auf unsere Position. Da habe ich geschossen. Zwischen meinem ersten Schuss und der letzten Aktion lagen etwa 8 Sekunden. Ich war jedenfalls schnell genug und die Rebellen mochten das nicht. Leg dich nicht mit den Marines an. Wer uns töten will, ist an der falschen Adresse. Kurz nach den Schüssen ging ich runter, um die Leichen zu identifizieren und nach irgendwelchen nützlichen Hinweisen abzusuchen. Man ist noch mitgenommen, weil diese Person dich gerade töten wollte. Ich weiß noch, wie ich ihn ansah und dachte, du hättest eben härter trainieren sollen. Dieses Fernglas nahmen wir den Männern am 10. April ab. Damit hatten sie die Stellung unserer Jungs ausgespäht, um Mörser auf sie zu richten. Es fühlte sich irgendwie gut an, dass sie dieses Ding nicht mehr benutzen konnten. Neben dem Fernglas nimmt sich Place noch eine weitere Trophäe. Ich nahm eine Patrone aus der Kammer seiner Waffe. Auch wenn er kein Scharfschütze war. Diese Kugel war mein persönlicher Schweinezahn. Etwas ganz Besonderes. Wieder in der Großkaliber-Trainingseinrichtung in Memphis, Tennessee. Ich stelle für dich ein. Auf den Großen. Den am Boden? Ja, halte ich ein Stück links. Steve Reichert und der frühere Soldat der Navy SEALs, Craig Sawyer, justieren ihre Gewehre. Sie wollen demonstrieren, wie viel Präzision nötig ist, um einen Schuss zu setzen, wie es der Scharfschütze Ethan Place in Fallujah getan hatte. Wir versuchen, die damalige Situation so gut es geht nachzustellen. Am wichtigsten war das Fahrzeug, bei dem sie entscheiden mussten, ob sie es stoppen und ob es eine Gefahr darstellt. Der Wagen fuhr ziemlich schnell auf sie zu und noch vor der 500-Yard-Marke schossen sie. Bei einem solchen Szenario würde ich als erstes den Fahrer ausschalten. Wenn er unschädlich gemacht wurde, kann man sich auf die weiteren Ziele konzentrieren, sobald sie auf der Bildfläche erscheinen. Wenn die Angreifer das Auto verlassen, feuert man umgehend gezielte Schüsse auf sie ab. Der Erfolg des Scharfschützen hängt maßgeblich davon ab, wie schnell er agieren kann. Treffsicherheit ist dabei oberstes Gebot. Wild drauf loszuballern bringt nichts. Wenn aber neben ihnen ein Treffer landet, macht das erheblichen Eindruck.
Das hier stellt den Schädel dar. In ihm befindet sich das Gehirn, eine gallertartige Masse, umgeben von Hirnflüssigkeit und der schützenden Schädeldecke. Durch die Geschwindigkeit der eindringenden Kugel wird im Schädel ein Überdruck erzeugt. Ein zentraler Treffer trennt das Rückenmark vom Gehirn. Damit besteht zwischen Gehirn und dem gesamten Körper keine Verbindung mehr und der Getroffene sackt zusammen. Falls ein solcher Schuss zu schwierig ist, versucht man es weiter unten. Wenn Glas mit im Spiel ist, kann alles Mögliche passieren. Abhängig von der Beschaffenheit des Glases und der Patrone kann sogar das Geschoss selbst mehrere Fragmente zerbrechen. Zusammen mit den Glassplittern, die nach innen bersten, können sie dort gewaltigen Schaden anrichten. Aber das ist von Schuss zu Schuss unterschiedlich. Als Faustregel gilt, die Kugel wird ein Stück unterhalb des anvisierten Punktes auf ihr Ziel treffen. Wir haben zwar kein Hausdach, dafür aber einen Turm, von dem aus wir auf das Auto schießen werden. Eine Wassermelone soll den Kopf des Fahrers darstellen. Spanors Figuren imitieren die übrigen Angreifer. Beide Scharfschützen machen sich bereit. Fahrzeug in 500 Yards. Tief und rechts. Guter Treffer. Person verlässt rechts das Fahrzeug. Übernehme links. Innerhalb von 10 Sekunden haben Reichert und Sawyer alle drei Angreifer ausgeschaltet. Nun begutachten sie das Schadensbild. Sieht aus wie Melonensalat. Ein unschöner Anblick. Die Karre ist Schrott. Es waren die ersten drei Schüsse. Der linke dort hat ihn erwischt. Eine Hochgeschwindigkeitskamera liefert Bilder, anhand derer sich die Flugbahn der Kugel nachverfolgen lässt. Die Scheibe lenkt sie um 3 Grad nach unten ab. Da hätte ich auf keinen Fall drin sitzen wollen. Unsere Blutsprühdose. Der ist fertig. Binnen weniger Sekunden machen die gut ausgebildeten Scharfschützen die Angreifer unschädlich. Mit der gleichen Präzision hat Ethan Place 2004 in Fallujah vermutlich einigen Kameraden das Leben gerettet. Der mit der schwersten Bewaffnung wird zuerst ausgeschaltet, damit seine Kameraden wissen, was auf sie zukommt. Drei Jahre später kommt es zum Duell zwischen einem Scharfschützen der US Army und einer feindlichen Mörsereinheit. Ein Schuss wird alles entscheiden. Trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit besitzt ein Scharfschütze ein Instrument, das dieses Ungleichgewicht ausgleicht. Sein Zielfernrohr. Der normale Soldat verwendet sein Visier und wird die Person, auf die er schießt, nie richtig sehen, sondern bloß schemenhaft wie in einem Spiel. Durch unsere Objektive können wir sogar deinen Gesichtsausdruck erkennen, deine Gedanken lesen. Wir bestimmen Ort und Zeitpunkt des tödlichen Schusses. Iskandaria, Irak 2007. Die Amerikaner erleiden steigende Verluste. Aufständische feuern unentwegt Mörsergranaten auf die Stadt. Scharfschützen der US-Armee stehen unter ständiger Beobachtung. Sobald du deine Basis verlassen hast, waren Augen auf dich gerichtet. Selbst nachts wussten sie immer, dass du in ihrem Gebiet bist. So raffiniert man auch vorging, es hat nie gereicht. Der Scharfschütze, First Sergeant Brandon McGuire, US Army. Das Einsatzgebiet, Iskandaria, Irak. Die Mission, feindliche Mörserstellungen ausschalten. Die größte Angst der Soldaten, über eine Sprengfalle zu fahren oder von Aufständischen gefangen genommen zu werden. Jeder hatte die Videos mit den geköpften Jungs in den orangefarbenen Anzügen gesehen. Für die Familien kein schönes Bild. Jeder dachte, ich erschieße mich lieber selbst, ehe ich mich gefangen nehmen lasse. Es war eine Selbstmordmission. Die
McGuires Einheit soll die Mörserteams unschädlich machen. Doch es gibt ein Problem. Die Hauptroute zu den Aufständischen ist mit Sprengfallen und Minen übersät. Wir haben viele Jungs auf den Straßen verloren. Die Fahrzeuge flogen ihnen um die Ohren. Sie erlitten furchtbare Verletzungen. Es hörte nicht auf. Trotzdem wollten wir dafür sorgen, dass keine Mörsergranaten mehr flogen. McGuire und sein Team beziehen Stellung in einem Gebiet, das unter der Kontrolle der Aufständischen steht. Der Auftrag lautete, verdeckt Stellung zu beziehen. Die übrigen Soldaten sollten die Straße von Sprengfallen säubern. Wir Scharfschützen kümmerten uns um diejenigen, die die Fallen legten. Als Unterschlupf dient den Männern ein Raum in einer alten Traktorenfabrik. Knapp 400 Meter ist die Straße entfernt und somit in guter Reichweite von McGuire's Barrett M107, auch bekannt als Light 50. Das über 13 Kilogramm schwere Gewehr ist auf große Schussentfernungen ausgelegt. Autos oder dünne Mauern stellen für die Geschosse kein Hindernis dar. Wir haben das Barrett gewählt, weil ein normales M14 für die zu erwartenden Entfernungen nicht ausgereicht hätte. Zudem sind die Geschosse äußerst wirkungsvoll. Wenn ich jemanden mit einem Mörser in einem Fahrzeug sitzen sehe, kann ich damit das Fahrzeug ausschalten. Ich kann ein großes Areal abdecken. Wenn ich jemanden entdecke, der eine Sprengfalle vergräbt, kann ich ihn und die Bombe unschädlich machen. Das Barrett ist eine sehr wirkungsvolle Waffe. Von seiner Schussposition aus hat McGuire einen freien Blick auf rund 1300 Meter offenes Gelände. Ich bin also in dem Gebäude, 400 Meter vor uns die Straße. Dort wurde ein Großteil der Sprengfallen installiert. Wir haben diesen Abschnitt beobachtet, genauso wie einen Kanal in 1310 Metern Entfernung. McGuire und sein Beobachter suchen nach möglichen Zielpersonen mittels einer kurzen Verhaltensanalyse. Wir versuchen immer, unsere Ziele zu identifizieren. Wer hat was zu sagen? Wer ist nur Mitläufer? Ist das der Kerl, der das Team leitet? Wenn man jeden Tag vorbeifährt, werden Muster sichtbar. Zum Beispiel der rote Truck, der dort immer steht. Und heute ist es plötzlich ein Schwarzer. Hat der was zu bedeuten? Vielleicht ja, vielleicht nein. McGuire weiß, dass die Aufständischen jederzeit einen Angriff starten können. 3 Tage lang beobachtet er die Szenerie. Am letzten Morgen fiel uns eine verdächtige Person in der Nähe des Kanals auf. Kein bekanntes Gesicht, sondern jemand, den wir an diesem Tag zum ersten Mal sahen. Er ging hin und her, fuhr mit dem Fahrrad in die Stadt und kam wieder zurück. Dann begann er plötzlich zu graben. Und wenn jemand so etwas tut, interessieren wir uns dafür. Er zog etwas aus der Erde, das aussah wie ein Mörser, verpackt in eine Mülltüte. Wir beobachteten weiter und da zog er eindeutig ein Mörserrohr heraus. Wir bereiteten unseren Schuss vor. Das Ziel war 1310 Meter entfernt. 1310 Meter. Eine Strecke, die der Länge von etwa 12 Fußballfeldern entspricht. Mit dem Barrett sind Schüsse bis zu knapp 2000 Metern möglich. Allerdings hatte ich nur Daten für 1000 Meter. Mit den 1300 Metern betrat ich also Neuland. McGuire nimmt seine Einstellungen am Zielfernrohr vor, hat aber die Sorge, sie könnten in eine Falle geraten sein. Im Irak läuft der sechste Sinn immer auf Hochtouren, da man nirgends sicher ist, schon gar nicht über einen längeren Zeitraum. Der Typ mit seinem Mörser hat uns stutzig gemacht, denn es hätte eine Finte sein können. Wenn sie wussten, dass wir sie beobachten, planten sie vielleicht einen Angriff von hinten. Jederzeit können sie mit Mörsergranaten auf dich schießen. 1310 Meter schafft auch ein Mörser spielend. Viele Dinge gehen einem durch den Kopf. Als erstes will man die Bedrohung ausschalten, die eigene Sicherheit dabei aber nicht gefährden. McGuire nimmt seine endgültige Position ein und beginnt mit der Dreiecksmessung.
Sich ein Dreieck vorzustellen, ist eine gute Möglichkeit, sein Ziel anzuvisieren, wenn der Kopfschuss nicht angebracht ist. Es geht um das Zentrum zwischen Kinn und Brustwarze. Ein Schuss in die Mitte dieses Dreiecks mit einer Light 50 kann nur tödlich enden. Aufgrund des starken Ostwindes gestaltet sich der Schuss für McGuire schwierig. Der Wind blies von links nach rechts mit geschätzten 10 Knoten. Staub wurde aufgewirbelt. 10 Knoten entsprechen in etwa 18 Stundenkilometern. Würde McGuire sein Ziel direkt anvisieren, würde er es verfehlen, denn die Kugel würde rechts vor dem Ziel einschlagen. Es gilt also, den Einfluss des Windes mit Hilfe der Zieleinstellungen zu kompensieren. Ich visierte das Ziel 2 Mil links und weitere 2 Mil oberhalb an. Das entsprach einer Abweichung nach links und nach oben von jeweils rund 4 Metern. Über Funk teilte man uns mit, dass ein Sandsturm aufzog und alles verdunkeln würde. Damit begann sich unser Zeitfenster zu schließen. Bei einem Sandsturm würde ich nicht mehr 1310 Meter weit sehen können. Zudem hätten wir keine Luftunterstützung anfordern können, denn bei Sandstürmen wird diese eingestellt. Nach gut 2 Stunden drehte sich die Person in unsere Richtung und mein Beobachter gab das Zeichen zum Schuss. Und ich schoss. Selbst aus über 1300 Metern hat die Kugel noch die gleiche Wirkung wie ein 9mm Geschoss aus nächster Nähe. Die durch das Projektil ausgelöste Schockwelle sorgt für eine Wunde, die die Körpermaße theoretisch übersteigen würde. Ich fragte, wo ist er hin? Mein Beobachter konnte nur antworten, Scheiße, den hast du erwischt. Ich habe ihn genau oberhalb der Hüfte getroffen. Er hatte keine Chance, das zu überleben. McGuires Kameraden nannten diesen Schuss den 1-Million-Dollar-Schuss. Das feindliche Mauserfeuer und das Verlegen von Sprengfallen fand ein Ende. Für die Umstehenden ist das natürlich erschreckend, wenn sie beschossen werden und nicht wissen, woher. Aber wenn uns jemand bedroht, schalten wir ihn aus. Die Dunkelheit. Für einen Scharfschützen kann sie zum besten Freund oder zum schlimmsten Feind werden. In der Dunkelheit kann Licht nicht lügen. Dein Mündungsfeuer verrät, wo du dich versteckt hältst. Du könntest auch rufen, hier bin ich, erschießt mich. Das Mekong-Delta, 1969. Scharfschützen schickten dem Vietcong eine unmissverständliche Nachricht. Es machte Spaß im Mekong-Delta. Du fliegst über den Fluss, während du aus einem Helikopter hängst. Du schießt auf alles, was sich bewegt, denn es herrschte Ausgangssperre. Das da unten war also Freiwild. Der Scharfschütze, Sergeant Ed Eaton, US Army. Das Einsatzgebiet, das Mekong-Delta. Die Mission, nächtlicher Angriff auf einen Vietcong-Zug. Soldaten der nordvietnamesischen Armee, bekannt für ihr kompromissloses Vorgehen, durchstreifen den Dschungel. Das ist ihr Territorium. Sie kennen dort jede Reispflanze. Wenn sie dich kriegen, wirst du gelyncht. April 1969. Die Aufklärung hat mehrere Funksprüche des Feindes abgefangen, die aus einem nahegelegenen Dorf im Delta zu stammen scheinen. Captain Mike Perkins sucht für einen nächtlichen Angriff 9 Männer. Der 19-jährige Scharfschütze Ed Eaton meldet sich als erster. Ich hatte sowieso nicht daran geglaubt, dass wir es schaffen würden. Also warum ihnen nicht hinterherlaufen? Eaton war ein hervorragender Schütze mit seinem XF-21 Scharfschützengewehr, einem modifizierten M14 mit Starlight-Zielfernrohr. Das Starlight war damals eine Revolution. Uns Scharfschützen gab es die Möglichkeit, endlich zu sehen, was da draußen vor sich ging. Das Gerät konnte das Licht um das 40.000-fache verstärken. Ed konnte Dinge sehen, die wir nicht sahen. Er konnte Ziele ausmachen. Wenn Ed auf dich schoss, warst du tot.
Ich fühlte mich behaglicher als sonst. Sie erwarteten uns nicht, denn amerikanische Soldaten machten meist bei Nachtanbruch Feierabend. Der 10-Mann starke Trupp durchsucht das Dorf nach Vietcong-Soldaten. Ich war schon bei vielen Einsätzen dabei und jeder war anders. Ich sagte zum Colonel, irgendwann kommen sie. Und in dieser Nacht ging es los. Wir waren schon viel zu lange am Boden. 10 bis 15 Minuten sind das Maximum, damit man wieder heil rauskommt. Wir waren dort schon über eine halbe Stunde. Perkins beordert seine Männer zur Landezone und wartet auf die Hubschrauber. Ich trommelte die Jungs zusammen, denn wir konnten gar nicht schnell genug wieder dort weg sein. Dann hörten wir sie. Sie redeten, ihre Gewehre klapperten, keine 100 Meter entfernt. Mitten im Mekong-Delta und du hörst die Gegner. Da rechnest du mit dem Schlimmsten. Ich verstand ihre Sprache ganz gut. Sie redeten von Helikoptern. Sie wollten uns abschießen. Und die Helikopter landeten. In 3 Sekunden waren wir in den Maschinen. Es ging ruckzuck. Dann eröffneten sie das Feuer. Bei der anderen Gruppe fehlte ein Mann. Ich sah nach unten und da lag er. Officer Hunt, unser Pilot, blickte über seine Schulter zu mir und ich sagte nur, holen wir ihn da raus. Er war wohl katholisch, denn er bekreuzigte sich. Als wir umkehrten, fingen unsere Probleme erst richtig an. Meine Füße hingen aus dem Helikopter und ich konzentrierte mich vollständig aufs Schießen. Ich bemerkte erst, dass der Heli in Schwierigkeiten war, als er zu trudeln begann. Ich konnte mein Gewehr nicht mehr halten, schoss blind in die Luft. Da wurde mir klar, dass wir abstürzen würden. Wir waren noch etwa 10 Meter hoch, als ich die Nase hob. Da sprang ich. Es war ein übler Crash. Jeder der Insassen hatte richtig was abbekommen. 4 Tonnen fielen da vom Himmel, genau auf mich drauf. Deswegen war die linke Seite komplett kaputt. Die Vietnamesen eröffnen das Feuer auf den abgestürzten Hubschrauber. Ich versuchte, das Bordgewehr, ein M60, klarzumachen. Aber es war nicht mehr zu gebrauchen. Ich rief den Leuten zu, sie sollen mir Waffen zuwerfen. Einer der Bordschützen fand mein Scharfschützengewehr und warf es zu mir rauf auf den Helikopter. Dank des Zielfernrohrs konnte ich nun sehen, was überhaupt los war. 2 Gruppen kamen auf uns zu. Eine auf 1 Uhr, die andere auf 10 Uhr. Ich hatte wahnsinnige Angst und wusste, dass wir in großen Schwierigkeiten steckten. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie uns hatten. Eaton sieht sich mindestens 30 Angreifern gegenüber, die nun keine 200 Meter mehr von ihm entfernt sind. Als ich das erste Mal schoss, erzielte ich keinen einzigen Treffer. Mein Fernrohr war ja überhaupt nicht eingestellt. Auf die Genauigkeit meiner Waffe konnte ich mich also nicht mehr verlassen. Auf mich prasselten heiße Patronenhülsen nieder. Da steht da oben dieser Kerl und ich frage, wer ist das? Und sie riefen mir zu, das ist Ed. Sein Gewehr war kaputt, aber er verfiel nicht in Panik, sondern jagte kontinuierlich seine Kugeln in die Nacht. Eaton wechselt immer wieder zwischen einem M16 und seinem defekten Scharfschützengewehr. Die mussten denken, dass ich mehr als nur ein Mann war. Mit dem M16 und dem M14 beschoss er die Soldaten und hielt uns den Rücken frei. In einem Gefecht gewinnt manchmal derjenige, der am meisten Lärm macht. Zunächst verwendete ich das Starlight nur dazu, um die Position der beiden Gruppen zu bestimmen. Das gab mir die Gelegenheit, ein paar Salven aus den M16 in ihre Richtung abzufeuern. Dann nahm ich erneut das Zielfernrohr, spähte sie aus und gab weitere Schüsse auf sie ab. Beim nächsten Mal sah ich, wie Wasser ein Stück links unterhalb der Angreifer aufspritzte. Da wusste ich, wie ich das Fernrohr einzustellen hatte. 1,2 Meter nach oben und ein Stück weiter nach rechts.
Eaton korrigiert das Abdriften der Kugel in der Hoffnung, nun besser zu treffen. Ich hatte jetzt alles da, wo ich es haben wollte. Mit der nächsten Kugel habe ich einen von ihnen erwischt. Ich konnte den Vormarsch des Gegners ausbremsen. Das gleiche machte ich auf der 10-Uhr-Position. Ich wechselte hin und her, um sie ständig zu beschäftigen. Ich wollte verhindern, dass sie näher kamen und gleichzeitig ihre Moral brechen. Mit der Zeit funktioniert der Computer zwischen deinen beiden Ohren richtig gut. Du machst vieles automatisch, ohne großartig darüber nachzudenken. 7 oder 8 Mann hat er erwischt. Ich kam mit dem Gewehr ganz gut klar und konnte zumindest ein wenig Schaden bei ihnen anrichten. Wenn einer von ihnen fiel, war für kurze Zeit Ruhe. Aber sie hatten es ernsthaft auf uns abgesehen. Ich fühlte mich einsam, denn ich war der Einzige, der ihr Feuer erwiderte. Trotz der vermeintlich hoffnungslosen Unterlegenheit gelingt es Eaton, die nordvietnamesischen Angreifer zurückzuhalten. Doch seine größte Tat steht noch bevor. Eaton hofft, dass ihm seine Munition nicht ausgeht, bevor der Feind möglicherweise aufgibt und sich zurückzieht. Er ist auf Hilfe angewiesen, am besten einen Helikopter, der ihn und seine Kameraden ausfliegt. Und der trifft wenig später ein. Die verwundeten Soldaten werden in den Hubschrauber gebracht. Captain Perkins Verletzungen sind so schwer, dass er auf Hilfe verzichtet. Jemand hob mich hoch und sagte, ich bring dich hier raus. Und ich sagte, nein, tust du nicht. Er legte mich wieder hin und drückte mir eine Granate in die Hand, falls ich gefangen genommen würde. Perkins sieht zu, wie sich der letzte Helikopter bereit macht, zu starten. Einer der Männer sprang raus und der Pilot rief, zurück in den Hubschrauber. Aber da wollte mich jemand nicht einfach so sterben lassen. Es war Ed. Eaton und Perkins werden sich selbst überlassen. Ed hat bestimmt nicht geglaubt, dass er das überlebt. Aber er kam trotzdem zurück und blieb bei mir. Dann legte er sich neben mich und begann zu schießen. Er erschoss einen und dann den nächsten. Er hatte nur noch 5 oder 6 Kugeln. Er wollte noch so viele wie möglich von denen treffen und dann mich und sich selbst erschießen. Sich gefangen nehmen zu lassen, kam nicht in Frage. Tief im Innern weiß man, in was für einer üblen Situation man steckt. Aber man macht weiter, solange es geht. Ohne Ed wären die anderen schon längst bei mir gewesen. Mir wurde plötzlich klar, dass da jemand bereit war, für mich zu sterben. Und dieser jemand war Ed Eaton. Mein Scharfschützentraining war meine Versicherung. Ohne mein Gewehr wäre die Sache anders ausgegangen. Eatons unbeugsamer Mut und sein Starlight-Zielfernrohr retteten Mike Perkins das Leben. Die Kaltschnäuzigkeit gegenüber dem Feind tat ihr Weiteres. Doch ganz gleich, ob es um ein Gefecht im Mekong-Delta oder einen Einsatz in Fallujah geht, der Schlüssel zum Erfolg eines Scharfschützen ist die Zielballistik. Sobald die Kugel auf ihr Ziel trifft, kommt die Ballistik ins Spiel. Und zwar auf zweierlei Wegen. Einen Gegenstand wie ein Auto oder eine Mauer zu treffen, ist eine Sache. Die Kugel wird abgefangen und das war's. Schießt man auf einen Menschen, kommen wir zur Wundballistik. Es geht darum, wann und wo ein Geschoss in den Körper eindringt. Welche Schäden dabei im Inneren entstehen. Trifft es die Knochen? Was passiert mit den Knochen? Wenn sie zersplittern, können Fragmente das Herz treffen und somit eine tödliche Wirkung erzeugen. Je mehr Patronen, desto besser. Aber sie sollen auch dermaßen Schaden anrichten, dass dein Blutdruck auf Null sinkt. .762 mm Patronen sind die Standardmunition für Scharfschützen der US Army und der Marines. Da Gefechte heutzutage vorwiegend auf begrenztem Raum stattfinden, geht man zu den kleineren 5,56 mm Geschossen über. Bei präziser Handhabung mehr als ausreichend. Erneut auf dem Trainingsgelände in Memphis. First Sergeant James Gilliland demonstriert die Zielballistik eines 5,56 mm Geschosses in einem Feuergefecht aus relativ kurzer Distanz. Der Ballistikfachmann Fernando Coelho wird später den Schaden an einem Gelatineblock analysieren.
Dieses Material kommt dem menschlichen Muskelgewebe sehr nahe. Es gilt vor allem, auf die entstehenden permanenten Hohlräume zu achten. Sie stellen die eigentliche Zerstörung dar. Die temporären Hohlräume sind ebenfalls interessant, denn aus ihnen werden oftmals dauerhafte Aushöhlungen. Eine Gewehrkugel entwickelt so viel Energie, dass Fleisch, Muskeln und das Herz regelrecht zerrissen werden, auch wenn das Herz selbst gar nicht getroffen wird. Gilliland legt an. Die Kugel wird die Mündung des SAMR mit 930 Metern pro Sekunde verlassen. In einer Hochgeschwindigkeitsaufnahme wird die Zielballistik sichtbar gemacht. Hier ist die Eintrittswunde, aber es gibt keine Austrittswunde. Der Gelatineblock hat die gesamte Energie absorbiert. 36 cm tief ist das Projektil eingedrungen. Die größte Zerstörung hat es zwischen 13 und 28 cm angerichtet. Das Projektil ist innerhalb der Gelatine vollständig zersplittert. Man erkennt die Hülse und Teile des Leikerns. Wäre das ein menschlicher Körper, ergäbe das eine absolut tödliche Wunde. Um das zu verdeutlichen, halte ich den Block neben meinen Körper. Die Eintrittswunde läge irgendwo in der Brust und der angerichtete Schaden würde sich bis hin zum Rücken erstrecken. Ein ziemlich erschreckender Effekt. Hinterhalte, Himmelfahrtkommandos, feindliche Heckenschützen, Mörder auf der Flucht. Scharf- und Präzisionsschützen erhalten Aufträge, die zumeist tödlich enden. Für den, der den ersten Fehler macht. Ich glaube, man kann sich auf so etwas nicht vorbereiten. Man erhält eine Feuertaufe. Und die überlebt man oder nicht. Auf einen anderen Menschen zu schießen, ist ein furchtbares Gefühl. Aber wir schießen so gut wir können. Mittelmäßigkeit wird bestraft. Mörder stellen. Manly Hot Springs ist ein winziger Ort im Herzen Alaskas. Silka hält sich in den umliegenden Wäldern versteckt. Er ist bewaffnet und gilt als extrem gefährlich. In Alaska nennen wir Landstreicher End of the Roaders. Und der Mann in unserem Fall war so einer. Michael Allen Silka kannte sich da draußen bestens aus. Er war durchtrainiert und ein exzellenter Schütze. Aus 100 Metern konnte er eine Dose hüpfen lassen. In den vergangenen 24 Stunden soll Silka 6 Menschen umgebracht haben. Darunter eine dreiköpfige Familie. Als Silka die ersten beiden Leichen in den Fluss warf, kamen ein Mann, seine im 6. Monat schwangere Frau und ihr 2-jähriger Sohn vorbei. Silka erschoss alle. Am Ufer des Siziana River wird Silka zuletzt gesehen. Die Alaska State Trooper werden informiert. Jeff Fall und sein Partner Troy Duncan eröffnen die Schwierigkeiten stecken. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie uns hatten. Eaton sieht sich mindestens 30 Angreifern gegenüber, die nun keine 200 Meter mehr von ihm entfernt sind. Als ich das erste Mal schoss, erzielte ich keinen einzigen Treffer. Mein Fernrohr war ja überhaupt nicht eingestellt. Auf die Genauigkeit meiner Waffe konnte ich mich also nicht mehr verlassen. Auf mich prasselten heiße Patronenhülsen nieder. Da steht da oben dieser Kerl und ich frage, wer ist das? Und sie riefen mir zu, das ist Ed. Sein Gewehr war kaputt, aber er verfiel nicht in Panik, sondern jagte kontinuierlich seine Kugeln in die Nacht. Eaton wechselt immer wieder zwischen einem M16 und seinem defekten Scharfschützengewehr. Die mussten denken, dass ich mehr als nur ein Mann war. Mit dem M16 und dem M14 beschoss er die Soldaten und hielt uns den Rücken frei. 125 Yard oder 570 Meter ein. Das Warten beginnt. Der Gegner schoss früh morgens und spät abends. Es war ein klares Verhaltensmuster. Zudem blieb er immer am selben Ort, anstatt sich zu bewegen. Das war sein Verhängnis. Sonnenaufgang, Tag 2.
Vom Dach aus hat Hancock weiterhin den Schutthaufen im Visier. Ich suchte nach ihm und hoffte, er würde den Fehler machen, sein Versteck zu verlassen. Ich wusste, er war dort. Man achtet auf jedes noch so kleine Anzeichen, denn irgendwann muss er rauskommen. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Plötzlich sieht Hancock ein kurzes Flackern, eine Reflexion des Zielfernrohrs seines Gegners. Ich dachte nur, hab ich dich. Ich packte das Fernglas weg und legte mein Gewehr an. Jetzt hieß es runterkommen. Du konzentrierst dich auf deinen Atem, hältst den Abzug unter Kontrolle, richtest dich aus. Ein Schuss hinterlässt mehrere Geräusche. Zuerst ein Knacken, das Geräusch der Kugel, die mit Überschallgeschwindigkeit die Mündung verlässt. Es folgt der eigentliche Gewehrknall, der als Grollen wahrgenommen wird. Die Zeit zwischen beiden Geräuschen verrät die Entfernung zwischen Schütze und Ziel. Als er auf die Landung schoss, waren die Einschläge in der Mauer deutlich zu hören. Und dann zählte ich. 1001, 1002. Bei 1002 vernahm ich das Gewehrgrollen und schätzte die Entfernung auf 600 Yard. Jede Sekunde bedeutet rund 300 Yard, also 270 Meter. Die Schüsse auf die Lano waren sein erster Fehler. Hancock fordert Luftunterstützung an. Doch seine Bitte wird wegen der großen Gefahr ziviler Opfer abgelehnt. In diesem Moment sah ich für eine Sekunde, wie er seine Position verließ. Leider konnte ich nicht schießen, er war zu schnell. Aber seine Waffe, die habe ich gesehen. Durch Hancocks Begegners. Ich dachte nur, hab ich dich. Ich packte das Fernglas weg und legte mein Gewehr an. Jetzt hieß es runterkommen. Du konzentrierst dich auf deinen Atem, hältst den Abzug unter Kontrolle, richtest dich aus und erfasst dein Zielbild. Du fokussierst das Fadenkreuz, nicht ihn, dein eigentliches Ziel. Doch kaum war ich soweit, feuerte er schon. Es ging blitzschnell. Er schoss, ich schoss. Er hatte sich nicht von seiner Position berührt. Und ich hatte ihn erwischt. Zwei Schüsse, nahezu zeitgleich abgegeben, und der Gegner ist getroffen. Hancocks tödlicher Treffer aus 570 Metern Entfernung machte das Leben der Marines und der Zivilisten in der Stadt wieder um einiges sicherer. Sich zu zeigen war sein letzter Fehler. Willst du einen Scharfschützen erwischen, nehmen einen uns um diejenigen, die Fallen legen. Als Unterschlupf dient den Männern ein Raum in einer alten Traktorenfabrik. Knapp 400 Meter ist die Straße entfernt und somit in guter Reichweite von McGuire's Barrett M107, auch bekannt als Light 50. Das über 13 Kilogramm schwere Gewehr ist auf große Schussentfernungen ausgelegt. Autos oder dünne Mauern stellen für die Geschosse kein Hindernis dar. Wir haben das Barrett gewählt, weil ein normales M14 für die zu erwartenden Entfernungen nicht ausgereicht hätte. Zudem sind die Geschosse äußerst wirkungsvoll. Wenn ich jemanden mit einem Mörser in einem Fahrzeug sitzen sehe, kann ich damit das Fahrzeug ausschalten. Ich kann ein großes Areal abdecken. Wenn ich jemanden entdecke, der eine Sprengfalle vergräbt, kann ich ihn und die Bombe unschädlich machen. Unsere Blutsprühdose. Der ist fertig. Binnen weniger Sekunden machen die gut ausgebildeten Scharfschützen die Angreifer unschädlich. Mit der gleichen Präzision hat Ethan Place 2004 in Fallujah vermutlich einigen Kameraden das Leben gerettet. Der mit der schwersten Bewaffnung wird zuerst ausgeschaltet, damit seine Kameraden wissen, was auf sie zukommt. Drei Jahre später kommt es zum Duell zwischen einem Scharfschützen der US Army und einer feindlichen Mörsereinheit. Ein Schuss wird alles entscheiden. Trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit besitzt ein Scharfschütze ein Instrument, das dieses Ungleichgewicht ausgleicht,
sein Zielfernrohr. Der normale Soldat verwendet sein Visier. Treffsicherheit ist dabei oberstes Gebot. Wild drauf loszuballern bringt nichts. Wenn aber neben ihnen ein Treffer landet, macht das erheblichen Eindruck. Das hier stellt den Schädel dar. In ihm befindet sich das Gehirn, eine gallertartige Masse, umgeben von Hirnflüssigkeit und der schützenden Schädeldecke. Durch die Geschwindigkeit der eindringenden Kugel wird im Schädel ein Überdruck erzeugt. Ein zentraler Treffer trennt das Rückenmark vom Gehirn. Damit besteht zwischen Gehirn und dem gesamten Körper keine Verbindung mehr und der Getroffene sackt zusammen. Falls ein solcher Schuss zu schwierig ist, versucht man es weiter unten. Wenn Glas mit im Spiel ist, kann alles Mögliche passieren. Abhängig von der Beschaffenheit des Glases und der Patrone kann sogar das Geschoss selbst mehrere Fragmente zerbrechen. Zusammen mit den Glassplittern, die nach innen bersten, können sie dort gewaltigen Schaden anrichten. Aber das ist von Schuss zu Schuss eine Kurve. Ein gutes Beispiel dafür ist eine Fahrt über eine Landstraße mit 100 Stundenkilometern. Und ein paar Jugendliche wollen mit einer Flasche auf ein Schild werfen. Wenn hier das Schild steht und ich von hier komme, muss ich die Flasche vorher loslassen, um es zu treffen. Denn auch sie beschreibt eine Kurve. Bewegt sich das Ziel, muss man einen Punkt vor ihm anvisieren. Bewegt sich der Schütze, ist es genau andersherum. Schirka und Hall bereiten sich auf ihre jeweils zweiten Schüsse vor. Es ist dieser eine Moment, wenn die Welt nur noch aus dir und diesem Irren besteht. Du willst ihn stoppen, ihn aufhalten, damit er niemandem mehr gefährlich werden kann. Du hast keine Zeit, an etwas anderes zu denken. Schirka und Hall schießen nahezu gleichzeitig. Schirka gab seinen zweiten Schuss ab, während... Seinen Schweinezahn würde sich Ethan Place in den Straßen von Fallujah verdienen. Bei Scharfschützen denkt man immer, sie seien sicher und niemand wüsste, wo sie sind. Aber als wir die Häuser stürmten, wusste unser Gegner genau, wo wir waren. Und wir waren exposed. Ganz in der Nähe schlugen Mörsergranaten ein. Wir hatten einige Verluste. Wir standen unter Dauerfeuer. Man hörte, wie die Granaten aus den Rohren schossen, aber man wusste nie, wo sie einschlagen und wen sie treffen würden. Ein Monat lang auf dem Dach und dann passiert alles an einem Tag. Aber jede Minute kam dir vor wie ein ganzes Jahr. Place schaltet 19 feindliche Kämpfer aus. Vier Tage lang haben wir vom Dach aus Ziele ausgemacht und unsere... Die Amerikaner erleiden steigende Verluste. Aufständische feuern unentwegt Mörsergranaten auf die Stadt. Scharfschützen der US-Armee stehen unter ständiger Beobachtung. Sobald du deine Basis verlassen hast, waren Augen auf dich gerichtet. Selbst nachts wussten sie immer, dass du in ihrem Gebiet bist. So raffiniert man auch vorging. Es hat nie gereicht. Der Scharfschütze, First Sergeant Brandon McGuire, US Army. Das Einsatzgebiet, Iskandaria, Irak. Die Mission, feindliche Mörserstellungen ausschalten. Die größte Angst der Soldaten, über eine Sprengfalle zu fahren oder von Aufständischen gefangen genommen zu werden. Jeder hatte die Videos mit den geköpften Jungs in den orangefarbenen Anzügen gesehen. Für die Familien kein schönes Bild. Jeder dachte, ich erschieße mich lieber selbst, ehe ich mich gefangen nehmen lasse. Es war eine Selbstmordmission, dass du in ihrem Gebiet bist. So raffiniert man auch vorging. Es hat nie gereicht. Der Scharfschütze, First Sergeant Brandon McGuire, US Army. Das Einsatzgebiet, Iskandaria, Irak. Die Mission, feindliche Mörserstellungen ausschalten. Die größte Angst der Soldaten, über eine Sprengfalle zu fahren oder von Aufständischen gefangen genommen zu werden. Jeder hatte die Videos mit den geköpften Jungs in den orangefarbenen Anzügen gesehen. Für die Familien kein schönes Bild. Jeder dachte, ich erschieße mich lieber selbst, ehe ich mich gefangen nehmen lasse.
Es war eine Selbstmordmission. McGuires Einheit soll die Mörserteams unschädlich machen. Doch es gibt ein Problem. Die Hauptroute zu den Aufständischen ist mit Sprengfallen und Minen übersät. Wir haben viele Jungs auf den Straßen verloren. Die Fahrzeuge flogen ihnen um die Ohren. Ich bemerkte erst, dass der Heli in Schwierigkeiten war, als er zu trudeln begann. Ich konnte mein Gewehr nicht mehr halten, schoss blind in die Luft. Da wurde mir klar, dass wir abstürzen würden. Wir waren noch etwa 10 Meter hoch, als ich die Nase hob. Da sprang ich. Es war ein übler Crash. Jeder der Insassen hatte richtig was abbekommen. 4 Tonnen fielen da vom Himmel, genau auf mich drauf. Deswegen war die linke Seite komplett kaputt. Die Vietnamesen eröffnen das Feuer auf den abgestürzten Hubschrauber. Ich versuchte, das Bordgewehr, ein M60, klarzumachen. Aber es war nicht mehr zu gebrauchen. Ich rief den Leuten zu, sie sollen mir Waffen zuwerfen. Einer der Bordschützen fand mein Scharfschützengewehr und warf es zu mir rauf auf den Helikopter. Ich war die Ersten, auf die ein solches ausgesetzt war. Wir hatten ihnen ja auch ganz schön zugesetzt. Wir sollten nicht überleben. Die Nordvietnamesen setzen einen weiblichen Heckenschützen ein, bekannt als Apache. Sie soll Hathcock und Land ausschalten. Jeden, den sie erwischte, quälte sie zu Tode. Und sie hatte einige erwischt. Carlos und ich haben sehen müssen, was sie mit einem der Marines anstellte. Dem Jungen hat sie die Haut abgezogen. An dem Morgen, als sie ihn frei ließ, geriet er in eine Sprengfalle und starb darin. Diese Frau war böse. Sie hatte einen eigenen Zug Heckenschützen hinter sich. Die waren da draußen, um mich und meine Jungs umzubringen. Ich nahm die Sache also sehr persönlich. Hathcock und Land können einige von Apaches Kameraden ausschalten. Doch Apache selbst ist ihnen bereits auf den Fersen. Ich hatte bei ihr gewinnt. Eatons unbeugsamer Mut und sein Starlight-Zielfernrohr retteten Mike Perkins das Leben. Die Kaltschnäuzigkeit gegenüber dem Feind tat ihr Weiteres. Doch ganz gleich, ob es um ein Gefecht im Mekong-Delta oder einen Einsatz in Fallujah geht. Der Schlüssel zum Erfolg eines Scharfschützen ist die Zielballistik. Sobald die Kugel auf ihr Ziel trifft, kommt die Ballistik ins Spiel. Und zwar auf zweierlei Wegen. Einen Gegenstand wie ein Auto oder eine Mauer zu treffen, ist eine Sache. Die Kugel wird abgefangen und das war's. Schießt man auf einen Menschen, kommen wir zur Wundballistik. Es geht darum, wann und wo ein Geschoss in den Körper eindringt. Welche Schäden dabei im Inneren entstehen. Trifft es die Knochen? Was passiert mit den Knochen? Wenn sie zersplittern, können Fragmente das Herz treffen und somit eine tödliche Wirkung erzeugen. Je mehr Patronen, desto besser. Aber sie sollen auch dermaßen Schaden anrichten, dass dein Blutdruck auf Null sinkt. Ein paar unserer Männer wurden außerhalb der Stadt schon getötet. Der vermeintliche Heckenschütze schoss wahllos auf Menschen auf der Straße und hatte so die Stadt faktisch unter seiner Kontrolle. Es war lange still in der Stadt, bis irgendwann wieder ein Schuss fiel. Man hörte, wie jemand getroffen wurde. Ich erhielt den Auftrag, ihn unschädlich zu machen. Hancock rückt in die Innenstadt vor mit dem festen Willen, seinen Kontrahenten auszuschalten. Ein Sprichwort sagt, kein Köder ist so gut wie ein Lebendiger. Diesen Part habe ich dann eingenommen. Mir war von Anfang an klar, dass er es unter anderem auf Marines abgesehen hatte. Also begab ich mich zu unseren Jungs. Denn genau das will man, dass der gegnerische Heckenschütze auf dich schießt. Denn bevor er das nicht tut, weißt du nicht, wo er ist. Man wartet auf einen Fehler. Ich positionierte mich auf dem Dach eines Gebäudes. Die Amerikaner erleiden steigende Verluste. Aufständische feuern unentwegt Mörsergranaten auf die Stadt. Scharfschützen der US-Armee stehen unter ständiger Beobachtung.
Sobald du deine Basis verlassen hast, waren Augen auf dich gerichtet. Selbst nachts wussten sie immer, dass du in ihrem Gebiet bist. So raffiniert man auch vorging. Es hat nie gereicht. Der Scharfschütze, First Sergeant Brandon McGuire, US Army. Das Einsatzgebiet, Iskandaria, Irak. Die Mission, feindliche Mörserstellungen ausschalten. Die größte Angst der Soldaten, über eine Sprengfalle zu fahren oder von Aufständischen gefangen genommen zu werden. Jeder hatte die Videos mit den geköpften Jungs in den orangefarbenen Anzügen gesehen. Für die Familien kein schönes Bild. Jeder dachte, ich erschieße mich lieber selbst, ehe ich mich gefangen nehmen lasse. Es war eine Selbstmordmission. Das Terrain in Vietnam war weitaus schwieriger, als es die Einsatzgebiete heutzutage sind. Zwar konnte man sich leichter verstecken, aber der Feind konnte es auch. Das gesamte Areal war voller Sprengfallen. Man kämpft also in einem Gebiet, in dem sich der Feind bestens auskennt und dazu noch über viel mehr Feuerkraft verfügt. In einigen hundert Metern Entfernung entdecken die beiden Marines einen von Apaches Scouts. Jetzt ruhig zu bleiben, fällt ihnen schwer. Ich zog das Gewehr an mich heran. Da zog Carlos es zurück und sagte, ich hab ihn, Sir. Danach sind wir wild über den Hügel gerollt und wollten das Gewehr in Anschlag bringen. Der Vietnamese ist natürlich verschwunden und hat vermutlich Meldung gemacht. Apache kennt nun Heath Cox und Lands Position. Das wissen auch die beiden Marines und suchen sich ein neues Versteck. Wir achteten auf den Wind und das Licht, all die Faktoren, die einen Schuss beeinflussen. Heath Cox und Land bestimmen die Tötli und 80. Ein Landstreicher und vermeintlicher Killer ist in der Wildnis Alaskas unterwegs. Sein Name Michael Allen Sirka. Die Staatspolizei macht Jagd auf den Mann. Der Befehl war ebenso klar wie einfach. Wenn er etwas anderes tut, als sich zu ergeben und die Hände zu heben, erschießt ihn. Der Präzisionsschütze? Jeff Hall, ein Alaska State Trooper. Das Einsatzgebiet? Manly Hot Springs. Die Mission? Einen vermeintlichen Mörder stellen. Manly Hot Springs ist ein winziger Ort im Herzen Alaskas. Sirka hält sich in den umliegenden Wäldern versteckt. Er ist bewaffnet und gilt als extrem gefährlich. In Alaska nennen wir Landstreicher End of the Roaders. Und der Mann in unserem Fall war so einer. Michael Allen Sirka kannte sich da draußen bestens aus. Er war durchtrainiert und ein exzellenter Schütze. Aus 100 Metern konnte er eine Dose hüpfen lassen. In den vergangenen 24 Stunden soll sein Kopf. Ich sah, wie Sirka zu Boden sank und ihm das Gewehr aus der Hand fiel. Ich war so dermaßen auf die Person vor mir fokussiert, dass ich davon ausgegangen bin, dass auch Troy neben mir seinen Job getan hat. Als ich mich umdrehte, lag er da, tot. Ich spürte, wie die Wut in mir aufkam. Dieses Arschloch da unten hat es tatsächlich gewagt, meinen Partner zu töten. Ich wollte nochmal zurück und ihm den Kopf abschneiden, um mich zu vergewissern, dass er auch wirklich tot war. 25 Schüsse, zwei Mann tot und ein weiterer verwundet. Der Schusswechsel dauerte nicht einmal 3 Sekunden. Jeder, der schon mal einen Kampf... Zudem sind die Geschosse äußerst wirkungsvoll. Wenn ich jemanden mit einem Mörser in einem Fahrzeug sitzen sehe, kann ich damit das Fahrzeug ausschalten. Ich kann ein großes Areal abdecken. Wenn ich jemanden entdecke, der eine Sprengfalle vergräbt, kann ich ihn und die Bombe unschädlich machen. Das Barrett ist eine sehr wirkungsvolle Waffe. Von seiner Schussposition aus hat McGuire einen freien Blick auf rund 1300 Meter offenes Gelände. Ich bin also in dem Gebäude, 400 Meter vor uns die Straße. Dort wurde ein Großteil der Sprengfallen installiert. Wir haben diesen Abschnitt beobachtet, genauso wie einen Kanal in 1310 Metern Entfernung. McGuire und sein Beobachter suchen nach möglichen Zielpersonen mittels einer kurzen Verhaltensanalyse.
Wir versuchen immer, unsere Ziele zu identifizieren. Wer hat was zu sagen? Wer ist nur Mitläufer? Ist das der Kerl, der das Team... Tagen ohne Essen und Schlaf ist Hathcock nur noch 200 Yard von seiner geplanten Schussposition entfernt. In wenigen Stunden wird sich sein Weg mit dem des nordvietnamesischen Generals kreuzen. Ich hockte in ihrem Vorgarten. Einen Ein-Mann-Angriff erwarteten sie nicht. Tag 4. Hathcock erreicht unentdeckt seine Schussposition. Ab hier beginnt die kritische Phase der Operation. Als erstes muss er sein Ziel eindeutig identifizieren. Die Anführer sind leicht auszumachen. Das sind diejenigen, zu denen alle hingehen, vor denen salutiert wird und die offensichtlich die Kommandos geben. Anführer stehen darauf, Befehle zu geben. Sie sagen, du gehst dahin und euch beide will ich da drüben haben. Aber an genau diesen Bewegungen erkennst du sie. Er hat sich selbst zum Ziel gemacht. Als nächstes muss Hathcock die Umwelteinflüsse einkalkulieren, die die Flugbahn der Kugel beeinflussen. Als er auf Delano schoss, waren die Einschläge in der Mauer deutlich zu hören. Und dann zählte ich 1001, 1002. Bei 1002 vernahm ich das Gewehrgrollen und schätzte die Entfernung auf 600 Yard. Jede Sekunde bedeutet rund 300 Yard, also 270 Meter. Die Schüsse auf Delano waren sein erster Fehler. Hancock fordert Luftunterstützung an. Doch seine Bitte wird wegen der großen Gefahr ziviler Opfer abgelehnt. In diesem Moment sah ich für eine Sekunde, wie er seine Position verließ. Leider konnte ich nicht schießen, er war zu schnell. Aber seine Waffe, die habe ich gesehen. Durch Hancocks Berechnungen können er und Delano nun das Gebiet, in dem sich der Heckenschütze aufhalten muss, eingrenzen und beobachten. Sämtliche Entfernungen zu markanten Punkten notieren sie im Databook, neben dem Gewehr die wichtigste Waffe eines Scharfschützen. Das Databook ist seine Bibel. Wie ein Tagebuch, das man zusammen mit seinem Kind führt. Man notiert, was man isst, wo man war, die Temperatur, Schusswinkel, welche Munition man verwendet hat, alles. Schon fast paranoid. Hancock berechnet die Entfernung zu dem Schutthaufen, dem vermeintlichen Versteck des Heckenschützen. Er stellt sein Zielfernrohr auf 625 Yard oder 570 Meter ein. Das Warten beginnt. Der Gegner schoss früh morgens und spät abends. Es war ein klares Verhaltensmuster. Zudem blieb er immer am selben Ort, anstatt sich zu bewegen. Das war sein Verhängnis. Sonnenaufgang, Tag 2. Vom Dach aus hat Hancock weiterhin den Schutthaufen im Visier. Ich suchte nach ihm und hoffte, er würde den Fehler machen, sein Versteck zu verlassen. Ich wusste, er war dort. Man achtet auf jedes noch so kleine Anzeichen, denn irgendwann muss er rauskommen. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Plötzlich sieht Hancock ein kurzes Flackern. Eine Reflexion des Zielfernrohrs seines Gegners. Ich dachte nur, hab ich dich. Ich packte das Fernglas weg und legte mein Gewehr an. Jetzt hieß es runterkommen. Du konzentrierst dich auf deinen Atem, hältst den Abzug unter Kontrolle, richtest dich aus und erfasst dein Zielbild. Du fokussierst das Fadenkreuz, nicht ihn, dein eigentliches Ziel. Doch kaum war ich soweit, feuerte er schon. Es ging blitzschnell. Er schoss, ich schoss. Er hatte sich nicht von seiner Position berührt. Und ich hatte ihn erwischt. Zwei Schüsse, nahezu zeitgleich abgegeben, und der Gegner ist getroffen. Hancocks tödlicher Treffer aus 570 Metern Entfernung machte das Leben der Marines und der Zivilisten in der Stadt wieder um einiges sicherer. Sich zu zeigen war sein letzter Fehler. Willst du einen Scharfschützen erwischen, nimm einen Scharfschützen. Die Fähigkeit der Scharfschützen der Marines, dem Tod zu entkommen, ist nahezu legendär. Eine solche Legende ist Carlos Hathcock, der 39 Jahre zuvor zwei Situationen überlebt, die eigentlich aussichtslos sind. Eine derartige Mission überlebst du normalerweise nicht. Aber ich wollte nicht, dass meine Leute sterben.
Ein Auftrag ganz anderer Art hatte die Polizei von Alaska bei der Jagd nach einem Flüchtigen zu erfüllen. Es ist dieser eine Moment, wenn die Welt nur noch aus dir und diesem Irren besteht. Du willst ihn stoppen, ihn aufhalten, damit er niemandem mehr gefährlich werden kann. Die Fähigkeit eines Scharfschützen zu töten macht ihn bei seinen Gegnern gehasst und gefürchtet. In vielen Ländern gelten wir nur als Mörder. Dafür werfen sie dich aus dem Hotelfenster, verbrennen dich bei lebendigem Leib oder hängen dich. Wenn der Vietcong einen von uns gefangen nahm, wurde er zu Tode gequält. Bevor ich mich hätte gefangen nehmen lassen, hätte ich mich eher mit einer Granate in die Luft gejagt. Lebend sollten sie mich nicht kriegen. In Südvietnam gab es einen Scharfschützen der Marines, der dort das pure Chaos anrichtete. Ich wusste, wie sie dachten, womit sie ausgerüstet waren. 72 Treffer in einem Monat. Mehr als ein ganzes Bataillon damals. Der Scharfschütze, Gunnery Sergeant Carlos Hathcock II. Das Einsatzgebiet, Hügel 55. Die Mission, Heckenschützen des Vietcong ausschalten. Hathcock hat bereits über 80 bestätigte und hunderte unbestätigte Treffer auf seinem Konto. Der Feind nennt ihn Long Trang, wegen der weißen Feder an seiner Kopfbedeckung. Das war mein Markenzeichen. Damit zeigte ich ihnen eine lange Nase. Scharfschützen machen sowas normalerweise nicht. Aber ich war nicht normal, sondern immer recht streitlustig und eigensinnig. Auf Hathcock und seinen kommandierenden Offizier E.J. Land setzt der Vietcong ein Kopfgeld aus. Kopfgelder waren damals ungewöhnlich. Carlos und ich waren vermutlich die Ersten, auf die ein solches ausgesetzt war. Wir hatten ihnen ja auch ganz schön zugesetzt. Wir sollten nicht überleben. Die Nordvietnamesen setzen einen weiblichen Heckenschützen ein, bekannt als Apache. Sie soll Hathcock und Land ausschalten. Jeden, den sie erwischte, quälte sie zu Tode. Und sie hatte einige erwischt. Carlos und ich haben sehen müssen, was sie mit einem der Marines anstellte. Dem Jungen hat sie die Haut abgezogen. An dem Morgen, als sie ihn frei ließ, geriet er in eine Sprengfalle und starb darin. Diese Frau war böse. Sie hatte einen eigenen Zug Heckenschützen hinter sich. Die waren da draußen, um mich und meine Jungs umzubringen. Ich nahm die Sache also sehr persönlich. Hathcock und Land können einige von Apaches Kameraden ausschalten. Doch Apache selbst ist ihnen bereits auf den Fersen. Ich hatte bei ihr gewildert. Jetzt kam sie zu mir. Das mochte ich nicht. Wir wollten sie unbedingt aus dem Verkehr ziehen. Aber Wut ist ein schlechter Ratgeber. Emotionen sind für Scharfschützen fatal. Die beiden Marines betreten erneut Apaches Territorium. Jeder Schritt kann dabei ihr letzter sein. Das Terrain in Vietnam war weitaus schwieriger, als es die Einsatzgebiete heutzutage sind. Zwar konnte man sich leichter verstecken, aber der Feind konnte es auch. Das gesamte Areal war voller Sprengfallen. Man kämpft also in einem Gebiet, in dem sich der Feind bestens auskennt und dazu noch über viel mehr Feuerkraft verfügt. In einigen hundert Metern Entfernung entdecken die beiden Marines einen von Apaches Scouts. Jetzt ruhig zu bleiben, fällt ihnen schwer. Ich zog das Gewehr an mich heran. Da zog Carlos es zurück und sagte, ich hab ihn, Sir. Danach sind wir wild über den Hügel gerollt und wollten das Gewehr in Anschlag bringen. Der Vietnamese ist natürlich verschwunden und hat vermutlich Meldung gemacht. Apache kennt nun Hathcocks und Lands Position. Das wissen auch die beiden Marines und suchen sich ein neues Versteck. Wir achteten auf den Wind und das Licht, all die Faktoren, die einen Schuss beeinflussen. Hathcock und Land bestimmen die tödliche Zone. Wir checkten unsere Position und pickten uns mehrere Punkte heraus, von denen aus wir hätten schießen können.
Carlos hat seine Position während der nächsten 6-7 Stunden bestimmt ein halbes Dutzend Mal kontrolliert. Wenn es losgeht, muss man bereit sein. Gegen 4 oder 5 Uhr hatten uns die Insekten fast aufgefressen. Wir machten uns zum Abzug bereit. Da kam auf einmal Apache mit ihrem Trupp zu unserem Hügel. Die feindliche Scharfschützeneinheit ist plötzlich ganze 700 Yard von Heathcock entfernt und liegt damit in Reichweite seines Winchester Modell 70. Doch es ist ihm nicht möglich, Apache zu identifizieren. Bevor er sie nicht klar ausgemacht hat, will er nicht schießen. Verfehlt er sie, würde sie wieder im Dschungel untertauchen. Wir sahen die Gruppe kommen. Eine Person hockte sich plötzlich hin zum Pinkeln. Damit war klar, dass sie es war. Land fordert einen Artillerieangriff auf Apaches Position an. Einige von ihnen hat es erwischt, die anderen flohen. Sie rannten genau in unsere Richtung. Ein Fehler. Apache war nur noch gut 500 Meter entfernt. Jemand lief hinter ihr her und rief, sie solle anhalten. Sie rannte genau auf die Stelle zu, an der sie uns zuvor gesehen hatte. Alle versuchten, sie aufzuhalten, aber sie wollte nicht. Also schoss ich. Das erste und einzige Mal, dass ich so etwas wie Genugtuung empfand, jemanden zu töten, war, als Carlos und ich Apache ausschalteten. Heathcock setzte Apaches Treiben ein jähes Ende. Doch seine gefährlichste Mission stand ihm noch bevor. Das Einsatzgebiet? Hinter den feindlichen Linien. Die Mission? Einen nordvietnamesischen General in seinem Hauptquartier ausschalten. Es sind nur noch wenige Tage, bis Heathcocks Dienstzeit in Vietnam endet. Trotzdem meldet er sich freiwillig für einen Solo-Auftrag. Eine derartige Mission überlebst du normalerweise nicht. Aber ich wollte nicht, dass meine Leute sterben. Also habe ich es gemacht, weil ich hoffte, besser zu sein als die anderen. Ohne Rückendeckung ist sowas ein einziges Selbstmordkommando. Heathcock wird hinter den feindlichen Linien abgesetzt. Zwischen ihm und dem Hauptquartier des nordvietnamesischen Generals liegen knapp 2 Kilometer. Mit Hilfe von Karten und Luftaufklärungsbildern entwirft Heathcock den Plan, 1300 Yard durch offenes Gelände zu robben, um dann seine Schussposition gut 600 Meter vom Ziel entfernt einzunehmen. Seine Fluchtroute steht ebenfalls fest. Eine schmale Senke, die ihn zurück zur Baumlinie führt. Der langwierige und tödliche Auftrag des Scharfschützen beginnt. Wenn man sich flach durch offenes Gelände bewegt, gibt es Faktoren, die einem dabei helfen können. Da sind zum einen tote Winkel, die es auszunutzen gilt. Man findet relativ leicht Stellen, die vom Gegner nicht einsehbar sind. Zweitens, in Bewegung bleiben. Bewegung bedeutet in unserem Fall, dass man mit dem Gesicht zum Boden langsam nach vorn kriecht. Das ist die anstrengendste Art, vorwärts zu kommen. Man wird schnell müde. Du siehst nicht, was um dich herum passiert. Jederzeit kann dich eine feindliche Patrouille aufspüren. 10 Meter von der Baumlinie entfernt passiert es. Eine Patrouille zieht nur wenige Schritte von Heathcock entfernt vorbei. Viele denken, dass man sich im Gras gut bewegen kann. Aber wenn man dich hört, bist du erledigt. Wenn die Soldaten Heathcock entdecken, ist das sein sicherer Tod. Je näher er seinem Ziel kommt, desto näher kommen auch die Patrouillen. Sie waren nur noch eine Armlänge von mir entfernt. Aber ich hatte einen Auftrag auszuführen. In solchen Momenten muss man absolut konzentriert bleiben. Nur auf das fokussiert, was wichtig ist. Sie hatten keine Ahnung, dass ich da war. Die Männer gehen vorbei. Der Scharfschütze bleibt unentdeckt. Doch die Gefahr ist längst nicht vorüber. Links und rechts von mir waren jeweils 2 Maschinengewehrposten stationiert. Ich bin weitergerobbt, trotz der vielen Patrouillen, die vorbeikamen. Nach 3 Tagen ohne Essen und Schlaf ist Heathcock nur noch 200 Yard von seiner geplanten Schussposition entfernt.
In wenigen Stunden wird sich sein Weg mit dem des nordvietnamesischen Generals kreuzen. Ich hockte in ihrem Vorgarten. Einen Ein-Mann-Angriff erwarteten sie nicht. Tag 4. Hathcock erreicht unentdeckt seine Schussposition. Ab hier beginnt die kritische Phase der Operation. Als erstes muss er sein Ziel eindeutig identifizieren. Die Anführer sind leicht auszumachen. Das sind diejenigen, zu denen alle hingehen, vor denen salutiert wird und die offensichtlich die Kommandos geben. Anführer stehen darauf, Befehle zu geben. Sie sagen, du gehst dahin und euch beide will ich da drüben haben. Aber an genau diesen Bewegungen erkennst du sie. Er hat sich selbst zum Ziel gemacht. Als nächstes muss Hathcock die Umwelteinflüsse einkalkulieren, die die Flugbahn der Kugel beeinflussen. Sämtliche Bedingungen flossen in meine Berechnungen mit ein. Das Ziel, der Wind, die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und so weiter. Das alles ratterte durch meinen Kopf. Man denkt ständig daran, dass alles sehr schnell gehen muss. Und in meinem Fall aus 700 Yard Entfernung. Keine leichte Sache. Ein Kopfschuss erscheint Hathcock zu riskant. Er zielt auf etwas anderes. Wenn alles glatt läuft, triffst du ihn genau in der Mitte. Dort sitzt das Herz, nicht links, wie alle sagen. Die aufkommende Hitze erzeugt ein Luftflimmern, das in Hathcocks Berechnungen ebenfalls eine Rolle spielt. Dem Wind von links Rechnung tragend, visiert Hathcock eine Stelle einige Zentimeter links des Herzens an. Verfehlt er diese, ist die Mission gescheitert. Taktisches Atmen sorgt für einen verminderten Herzschlag. Für einen gezielten Schuss äußerst wichtig. Das klingt nach Jedi-Zauberei, aber es ist viel simpler. Man zieht einfach zwischen zwei Schlägen am Abzug. Hathcock schießt. Mit doppelter Schallgeschwindigkeit verlässt die Kugel das Gewehr und trifft den General, noch ehe dieser den Schuss hören kann. Die Kugel hatte genau getroffen. Und ich musste schleunigst das Weite suchen. Alle rannten zu den Bäumen, weil sie mich dort vermuteten. Da dachte ich bei mir, was seid ihr dämlich? Hathcock gelingt die Flucht in den Dschungel. Es lief richtig gut. Ganze 4 Tage gelang es Hathcock, für den Feind unsichtbar zu bleiben und seinen tödlichen Schuss abzufeuern. Der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg betrug nur wenige Zentimeter. Großkaliber-Trainingseinrichtung Memphis im US-Bundesstaat Tennessee. Der ehemalige Marine Steve Reichert und Ballistikexperte Fernando Coelho analysieren Hathcocks tödlichen Schuss. Wir haben hier einen Block 10%ige ballistische Gelatine. In dem Block befinden sich die Attrappe eines Brustkorbs und ein Schweineherz. Damit replizieren wir den menschlichen Körper. Davor setzen wir noch ein Stück Stoff, die Kleidung des Opfers. Das Ganze stellt den Körper des Mannes dar, den Hathcock getötet hat. Das Ziel ist 200 Yard entfernt. Reichert verwendet Munition mit deutlich geringerer Wirkung, um die Bedingungen, die Hathcock während seines 700-Yard-Schusses hatte, zu simulieren. Reichert's Schuss verfehlt das Herz um Millimeter. Er setzt zu einem zweiten Versuch an. Diesmal trifft er. Reichert und Coelho begutachten den verursachten Schaden. Der Gelatineblock hat 2 Projektile abgekriegt. Der erste simuliert einen Schuss durch den Brustkorb, bei dem der Schütze jedoch den Wind oder die Entfernung nicht korrekt berechnet und somit das Herz verfehlt hat.
Der zweite Schuss ist der von Carlos Hefcock. Er hatte nur einen Versuch. Er hat sich die nötige Zeit genommen und ihn akkurat gesetzt. Das Ziel wurde getroffen. Einen Zentimeter daneben und der General wäre entkommen. Aber das hat Carlos nicht zugelassen. Viele von Hathcocks Zielen lagen 600 und mehr Meter entfernt. In urbaner Umgebung hingegen sind die Zielobjekte oftmals deutlich näher als in offenem Gelände. Auf kurze Entfernungen ist die Wirkung der 7,62 mm Geschosse schlicht und ergreifend verheerend. Dieser Schuss war ganz offensichtlich tödlich. Die Person ist mit Sicherheit sofort zu Boden gesunken. Kopfschüsse sind eigentlich ideal. Aber wenn man das Herz seines Gegners derart beschädigt, hat man sein Ziel auch erreicht. Wenn noch jemand hinter ihm gestanden hätte, wäre dieser ebenfalls tödlich verwundet worden. Alaska 1984. State Trooper wurden in eines der tödlichsten Gefechte in der Geschichte des Bundesstaates verwickelt. In wenigen Sekunden wurden 25 Schüsse abgegeben. Zwei Männer starben, einer wurde verwundet. Ich habe den Feind nicht gehasst. Ich hatte sogar Respekt vor ihm. Aber es war eben der Feind und ich musste meinen Job erledigen. Er hätte es mit mir genauso getan. Einen von ihnen zu erschießen, bedeutet gleichzeitig, einem von uns das Leben zu retten. Wenn jemand dich oder die Leute, die dir nahestehen, ins Visier nimmt, dann bist du froh, wenn du denjenigen, der dich töten will, ausschalten kannst. Mai 1984. Ein Landstreicher und vermeintlicher Killer ist in der Wildnis Alaskas unterwegs. Sein Name? Michael Allen Sirka. Die Staatspolizei macht Jagd auf den Mann. Der Befehl war ebenso klar wie einfach. Wenn er etwas anderes tut, als sich zu ergeben und die Hände zu heben, erschießt ihn. Der Präzisionsschütze? Jeff Hall, ein Alaska State Trooper. Das Einsatzgebiet? Manly Hot Springs. Die Mission? Einen vermeintlichen Mörder stellen. Manly Hot Springs ist ein winziger Ort im Herzen Alaskas. Sirka hält sich in den umliegenden Wäldern versteckt. Er ist bewaffnet und gilt als extrem gefährlich. In Alaska nennen wir Landstreicher End of the Roaders. Und der Mann in unserem Fall war so einer. Michael Allen Sirka kannte sich da draußen bestens aus. Er war durchtrainiert und ein exzellenter Schütze. Aus 100 Metern konnte er eine Dose hüpfen lassen. In den vergangenen 24 Stunden soll Sirka 6 Menschen umgebracht haben. Darunter eine dreiköpfige Familie. Als Sirka die ersten beiden Leichen in den Fluss warf, kamen ein Mann, seine im 6. Monat schwangere Frau und ihr 2-jähriger Sohn vorbei. Sirka erschoss alle. Am Ufer des Siciliana River wird Sirka zuletzt gesehen. Die Alaska State Trooper werden informiert. Jeff Fall und sein Partner Troy Duncan eröffnen die Jagd auf Sirka.